Bis zu meinem 10. Lebensjahr war eigentlich alles ganz normal. Dann erzählte mir meine Mutter, dass mein Vater meine Schwester missbraucht haben soll. Achim Welsch war ein sehr lebhafter Junge, der hier im Kindergarten immer jede Menge Kinder um sich scharte. Wenn er was will, dann will er's. Ja? Wenn er morgen denkt, ich muss mir jetzt Gitarre beibringen, dann bringt er sich Gitarre bei, dann kann er in 3 Wochen Gitarre spielen. Hat nie was zu essen gehabt, der hat immer bei mir geklingelt, immer zu Hause. Dann das Einzige, was er zum Umziehen braucht, ist halt sein Piano und sein Mikrofon und ist mal schnell umgezogen. Einer der geradesten Menschen, die ich kenne. Er hat es einfach verdient. Er hat es mehr als andere verdient, würde ich sagen. Ja, von da aus kam die Flucht. Mein Vater war halt im Ausland, kam der halt nach Hause, keiner war mehr da. Und es ist natürlich auch krass, auf jeden Fall für meine Mutter gewesen, erstmal keinen zu haben, ganz alleine zu sein mit mir und meiner Schwester. Und irgendwann hat sie dann halt so einen Mann kennengelernt. Der hat so eine Tüte gehabt voller Tabletten, weil er schon sein ganzes Leben lang so am Saufen ist. Die hat er dann alle so reingeschmissen und so mit Bier, direkt morgens um 8 Uhr mit Bier nachgespült. Irgendwann hatten wir keinen Strom mehr zu Hause, keine Heizung mehr zu Hause, weil wir all das nicht mehr bezahlen konnten. Dass ich beim Kinderzimmer gesessen habe und mir die Finger eingefroren sind, weil es zu kalt war. Und seit dem Tag bin ich auch gar nicht mehr da zur Schule gegangen. Bin dann einfach in die Stadt gezogen und habe halt angefangen zu klauen. Und habe dann halt angefangen auf der Straße rumzuhängen. Durch diese ganze Situation wurde natürlich auch irgendwann das Jugendamt halt darauf aufmerksam. Das war dann der Auslöser, dass das Jugendamt mich dann halt irgendwann von zu Hause weggeholt hat. All die Brüder machen Scheine, aber leben mit der Angst. In meinem Viertel ist der Staat nicht da. Auch der Beste wird eins fallen, so zu leben heißt die Augen sehen. Alles, Bruder, Tag für Tag. Deine Freunde. Direkt da oben war mein Zimmer. Da sind wir immer nachts immer aus dem Fenster rausgeklettert, sind immer hier runtergeklettert und sind immer hier ein bisschen rumgestreunert, hier den Stolberg auf der Mühle. Tag. Nachtflavor mit Packpaper, Lackleder für den Banker, für 18er. In der Zeit, wo ich hier war, ich war nicht lange da, einen Monat. Tagsüber sind wir immer hier aus dem türkischen Obst- und Gemüseladen gewesen. Da haben wir immer ein bisschen geholfen, so mit den Erdbeeren, das Grünzeug und so zu befreien. Und da haben wir immer als Lohn haben wir ein bisschen Obst bekommen, haben wir mitgenommen, haben uns jeden Tag haben wir immer voll Obst gefressen. Ja, hier ging es auf jeden Fall alles an, hier ging der ganze Weg los. Philotheken statt Schema, für die Schulden und die Bude ohne Saft später. Der Punkt war, wo ich mir gedacht habe, so, Alter, das sind wildfremde Menschen, wieso haben die das Recht, jetzt über mich zu bestimmen? Kinder groß, all die Brüder machen Scheine, aber leben mit der Angst, in meinem Viertel ist der Staat nicht da. Auch der Beste wird eins fallen, so zu leben, heißt die Augen sehen, alles Bruder, Tag. Das ging halt für mich nicht. Und hab einfach drauf geschissen, hab mir Kippen rausgeholt, hab Kippe angemacht, hab meine Füße auf den Tisch gelegt, so, und hab einfach so die Kippe drauf. Komplett drauf geschissen. Ja, dann kam die Erzieherin auf einmal rein und fragte mich so, ob ich einen Dachschaden habe. So hab ich, und dann hab ich so da gesessen und so, und hab ich gesagt, ja, was willst du denn machen? Und dann hat das Jugendamt mich da halt in der Nachtnebelaktion aus dem Altenheim halt weggebracht in so eine vorübergehende Pflegefamilie. Da war ich vom Altenheim halt weg. Mit der Pflegemutter habe ich irgendwann einmal Stress bekommen. Und irgendwann kam halt abends der Pflegevater halt nach Hause. Und kam dann halt direkt in mein Zimmer und meinte so, komm mal mit, wir müssen mal wegfahren. Ich war gerade 11, 1995, kein Bock auf Schule, scheiß auf mein Zeugnis, weg von zu Hause, rein in ein Heim. Und da zu dieser Zeit ein letztes Mal geweint. Bin halt mit ihm gefahren. Ja, und irgendwann wurde mir halt klar, als wir auf dem Feld waren und immer weiter ins Feld reingefahren sind, so dass hier irgendwas nicht stimmt. Und irgendwann hielt er halt auf dem Feldweg an. Dann ist er halt so ums Auto rumgekommen. Ich bin ausgestiegen. Ich wusste auf jeden Fall, hier stimmt irgendwas nicht. Uns zu essen, tausendmal erwischt. Die Bullen kamen uns holen. Familie war die Straße, denn sie hat uns erzogen. Du bist wie. Und hat mich halt da komplett kaputt geschlagen. Seine Worte dabei weiß ich schon ganz genau, die haben sich einfach in mein Gehirn so festgebrannt. Hat er halt gesagt, hier kannst du jetzt so laut schreien, wie du willst. Hier wird dich keiner hören, hier wird dir keiner helfen. Was soll ich machen gegen einen erwachsenen Mann? Und das ist eigentlich auch so der Punkt, an dem ich so den Glauben an Justiz und all diese Dinge halt verloren habe. Das hat nichts damit zu tun mit Gangster-Rap oder weil ich Hip-Hop-Musik höre oder weil ich Scheiße gebaut habe, sondern weil da, wo ich das Gesetz gebraucht hätte,
an diesem Punkt, wo ich komplett wehrlos war, haben die mir halt nicht geholfen. Ein Feldweg am Wald, er sagt jetzt steig aus und griff zu einer Tasche. Ich wusste schon, was kommt, doch was sollte ich machen? Ich weiß doch, als er sagte. Da waren halt ein paar hundert Kinder und die kamen halt von ganz Deutschland, die da gewohnt haben. Und da war auf jeden Fall dann erstmal Schock. War halt andere Leben. Hier war damals so eine Bundesstraße, die ging hier durch, haben die geändert. Damals standen wir mal hier direkt und haben hier getrennt. Hier hinten kommen jetzt auf der linken Seite kommen jetzt die Wohnblocks. Da sind mehrere Blocks. Ich war am den zweiten, in dem blauen. Da hinten, das war mein Block. Und davor war immer so ein Basketballkorb. Da habe ich den ganzen Tag Basketball gespielt und auf die Fensterbank von meinem Zimmer habe ich immer einen Kassettenrekorder gestellt. Und da habe ich auch zum ersten Mal damals Outkast gehört. Den Song Adlins. Habe ich voll tot gefeiert. Da habe ich den ganzen Tag da Basketball gezockt. Weiß schon ganz genau. Richtig süchtig danach. Und am Ende des Tages war der Helenenberg eigentlich nicht mehr als die Ausbildungsstätte zu allem Kriminellen, was man sich halt überhaupt vorstellen kann. Dann sind wir an der B51 sind wir immer getrennt und sind wir nach Trier gefahren. Und Trier war dann halt so der Ort, wo man dann sich auch mal mit Kiffen zum allerersten Mal in sein Leben auseinandergesetzt hat. Das war mit 11, 12. Ja, hier in der Turnhalle auf jeden Fall habe ich mir dann meinen ersten Kieferbruch damals geholt mit 12. Und genau hier vorne an sogar, in dem Vorbereich. Da ist ja so eine Bank, hier vorne an dem Haupteingang. Und ich hatte Stress mit einem in der Turnhalle und ich hatte den vorher schon mal verprügelt. Dann habe ich hier in der Turnhalle noch gesagt, so soll ich hier wieder die Fresse einschlagen. Oh, dann war halt erstmal wieder alles gut. Und da war der hier draußen, saß der und auf dem Helenenberg durfte man rauchen, weil die Kids haben eh drauf geschissen, haben die es irgendwann so gemacht, dass man die Kippen eingeteilt bekommt. Dann saß der Wichser, saß er da draußen beim Rauchen. Ich kam dann diesen Flur entlang und dann ist der aufgesprungen und hat mich direkt attackiert. Da waren wir in dem Innenbereich, in dem Flur, von Wand zu Wand, waren wir uns halt am Boxen. Fäuste rein. Und und irgendwann hat's halt irgendwie Peng gemacht bei mir. Dann bin ich halt zu Boden gegangen und habe auch direkt Blut gespuckt. Dann habe ich halt gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Später zum Arzt. Ja, Arzt dann halt einen ganz geilen Kieferbruch diagnostiziert. Einmal komplett durch, 6 Wochen Schienen tragen und Haferflocken fressen. Ja, mit 12 Jahren den ersten Kieferbruch. Das war Helenenberg. Ich war mit einem, der kam auch aus der Region Aachen. Der wollte halt auch Richtung nach Hause zurück und ich habe gesagt, alles klar, ich bin dabei. Sind wir zusammen abgehauen und dann sind wir erstmal da die Felder mitten in der Nacht lang gelaufen, haben Bauernhof entdeckt. So, und dann haben wir so eine Scheune entdeckt, so mit Heu halt drum dran. Ja, da haben wir da gelegen, da haben wir da ein bisschen rumfantasiert. Und haben halt so philosophiert, wie unser Leben mal werden wird. Ne, so in der Lage, in der wir halt waren, kleine Kids, nicht zu Hause, keine Familie. Ich wurde halt schon extrem aus Sorgen fallen. Und einmal gab es so eine Situation halt am Essenstisch. Ich mit dem Erzieher habe ich halt so Probleme gehabt halt und habe mir aber, wie gesagt, nie was sagen lassen. Dass ich dann irgendwann sogar nach dem Brotmesser gegriffen habe und so versucht habe, den Erzieher halt abzustechen. Ne? Das war dann so, da war das Maß dann auf jeden Fall voll. Ja, und dann haben die mir halt angeboten und dann haben mich gefragt, so, ich könnte nach Spanien gehen. Irgendwelche Außengruppen von irgendeinem Heim, die auch da haben, dass ich halt da bin. Und haben mich halt gefragt und wollten halt meine Einwilligung haben. Weil meine Denkensweise war halt, alles klar, ich komme dann irgendwann irgendwo ins Ausland und kann nicht mehr zurück und die lassen mich halt dann da. Und dann habe ich einfach eine schriftliche Rechnung gemacht und habe gesagt, nee. Kam ich dann doch wieder irgendwie zurück nach Stolberg und bin dann halt in der Pflegefamilie gelandet. Ja, und dann hat es direkt am ersten Morgen im Schulbus hat es dann auch direkt geknallt. Direkt Palaver, weil den halt keiner kannte. Aber irgendwie habe ich direkt so gemerkt, der ist auf jeden Fall ein korrekter Typ. Und so habe ich die ganzen Jungs dann da kennengelernt. Die Jungs, die dann so mein Format halt waren. Weil das waren ja dann auch die Jungs, die
auf der Straße ein bisschen rumgehangen, haben halt einen jüngeren. Denn er bleibt Brudi, ein Leben wie im Movie. Der Killer mit der Uzi, stoppe Kohle in der Blue Jeans. Denn er bleibt Brudi, ein Leben wie im Movie. Ja, und ich habe halt die ganze Kriminalität aus den Heimen halt irgendwie wieder mitgenommen nach Stolberg. Ja, und hab dann halt auch da Autos geknackt. Bleib Brudi, für all die Leute in der Spilo. Gestern noch gefickt, doch ab heute nie mehr Minus. Ganz egal, woher du kommst, sie wissen, wer ich bin. Cool drauf, aggressiv, kriminelle Energie, ihr habt schon. Sein Schnapp machen und dich fünf teilen. Und wenn die Bullen kommen, dann nicht reden. Ich mein lachend wie ein Mann vor Gericht stehend. Denn er bleibt Brudi. Erinnern, was ich, mit dem haben wir mal so einen Älteren angegriffen, im Mausbach, ne? Mit dir war der doch ja, im Bus, ne? Im Bus? Ja, ja. Ja, ja. Ich so zu dem, weil der hat mich früher immer schon abgefuckt. Mausbach, so ein Älterer. Hab ich so angestoßen. Ich so, guck mal, der da vorne. Der hat mich immer abgefuckt, so, ne? Und die waren ja älter, ne? Wir waren ja kleinere Pisson, die waren größer. So die Mausbacher halt, ne? Da hab ich einfach zu denen gesagt, komm, wir ficken den. Ja, auf jeden Fall bin ich aufgeschieden. Das war aber eigentlich immer einer von so, die waren die Größeren. Die hat man nicht einfach angemacht. Und wir sind Pisser. Ja, dann oben die Blinchen halt, da so, gehst du auf den zu und ich weiß noch, wie ich den extra so behindert angrinze. Der steht dann so, dann kann man auf sein Leben nicht glauben, der pisst dann von mir, ich so. So, und ich war der Zwerg, der volle Riese im Gegensatz zu uns, ne? Auf einmal der Riese, was wollt ihr denn, ne? Aber wir steigen so aus, dann sind wir uns dann mit dem am Kloppen, Alter, und der hatte Power gehabt, ne? Wir hatten ja keine im Chance, Flug, ne? In dem Dings war er direkt da vorne. Ja. Schnee, Alter, der packt uns so, ne? Auf einmal, wir sind doch, glaube ich, beide über dieses Geländer geflogen, weil diese Geländer hier in die Knie gehen kamen, sind wir so nach hinten geflogen. Und ich hatte so ein CS-Gas dabei. Direkt reingesprüht. Der Fame bringt die Hater. Der Fame bringt der Paper. Im Game kennt uns jeder. Der Fame bringt die Majors. Der Fame bringt die Hater. Der Fame bringt der Paper. Dann haben wir auch irgendwann so eine Junkie-Olle kennengelernt. Die war halt schon was älter. War halt cool, weil bei der konnten wir immer in die Bude gehen und da halt abhängen und da immer kiffen. Hey, Nacht neben Hänger, Nacht geben, Bartus unter Augen, Tattoo, Knast drehen. Nur der Last wegen Rauchatmen abheben. Und auf jeden noch ein Ding, bevor wir abtreten, Ghetto. Wir hatten in Stolberg damals, hatten wir so Zivilbullen. Jeder Stolberger kennt ihn noch damals, das sind halt voll die Legenden. Das war Reier, Reul und Dunkel, diese drei Typen. Und das waren halt nicht so Bullen, wie man die halt so klassisch kennt. Die sind halt immer so die Stadt gefahren, auch immer so voll auf cool, sind so die Stadt gefahren, wenn die uns gesehen haben und die uns immer gegrüßt. Ja, Jungs, ihr wisst Bescheid, ne? Street, Handeln auf der Street, der Fame bringt die Hater. Panik, die du schiebst jeden Tag, Bullen observieren, wicken Kies jeden Tag. Der Dunkel zum Beispiel, den habe ich gesehen, der ist ein Mann, der steht da noch unten Ampel und hat einfach seinen Fuß auf dem Armaturenbrett. Das waren also richtige so Cowboy-Bullen und waren uns halt immer am Beobachten. Wenn wir es nicht übertrieben haben, haben die uns in Ruhe gelassen. Aber die waren halt so krass, die Bullen, die sind dann immer, um irgendwelche Informationen zu bekommen, hatten die halt so ihre V-Leute in der Stadt. Wie zum Beispiel jetzt auch diese Junkie-Olle, was wir aber halt nicht wussten. Ja, dann hat die uns halt verraten. Just. Der Fame bringt die Hater. Brutal und Flow Slalom. Da weiß ich noch, die fette Sau, die ist halt umgezogen. Irgendwann so ein Hochhaus. Und dieses Hochhaus hatte so zwei Eingänge. Man konnte vorne reingehen und einmal seitlich. Dann sind wir halt seitlich, sind wir hinten halt so reingegangen. Wir waren drei Leute und wir hatten immer alle drei zusammen diese Scheiße gebaut. Gehen so rein, auf einmal da drinnen stand so ein Mann, habe ich mir gar nichts bei gedacht. Geh dann halt hier wieder so in Richtung Haupteingang von innen und da stand auch so ein Typ, habe ich mir halt auch nichts bei gedacht. Wollten einfach aufsuchen, wollten halt hoch. Ja, auf einmal kommt dann halt so der Zivilwagen hier, Reiher, Reul, Dunkel, direkt vor die Einfahrt gefahren, von dem Hochhaus, springen raus. Wir wollen hinten weg, auf einmal kommt der Bulle von hinten, Stopp, Polizei. Die zwei Typen haben also da schon gewartet, die wussten halt, dass wir kommen, wegen der fetten Fotze halt. Morgens, auf einmal der Haftrichter war eh so ein abgefuckter Herr Haufe. Ich setz mich hin, der guckt mich an, sagt, alles klar, hier machen wir mal einen Knast, wa? Hier machen wir mal einen Knast, ne? Einmal hier Brief ausfüllen. Sekretärin, roten Zettel fertig gemacht, roten Zettel gegeben, ab 1. Mal Urhaft. Haust dir mal so einen Hobbyraum, dann bist du im Hobbyraum, jeder, der da war, der kennt das, war halt Hobbyraum, da konntest du irgendwie so Kicker spielen und Tischtennis spielen. Und die Spastis, die tun auf Haus 9 und auf Haus 10 zum Beispiel, sind Mittäter. Dein Mittäter ist auf Haus 9 und du bist auf Haus 10, weil es Tätertrennung, damit du dich halt nicht so beraten kannst und dich absprechen kannst bei der Verhandlung, was du sagst, dies, das. Die sind so doof, weil wenn du Fenster aufmachst vom Hobbyraum, von Haus 10, dann schaust du direkt auf den Hof von Haus 9. Die stehen direkt alle vor dir. Du kannst direkt mit denen machen, tun, alles, was du willst. Da habe ich ihn halt zum ersten Mal gesehen. So haben wir uns dann kennengelernt. Ja, die Pflegemutter hat mir auf jeden Fall Briefe geschrieben im Knast.
Und dann habe ich halt ein bisschen mit ihr hin und her geschrieben. Dann hat die mir auch so zu verstehen gegeben, dass sie auf jeden Fall Interesse daran hat, es nochmal mit mir zu versuchen. Aber bei der Gerichtsverhandlung hat dann halt das Jugendamt einen Riegel davor geschoben, weil die halt unbedingt wollten, dass ich aus meinem alten Umfeld halt wegkomme. Und so war dann halt die Bewährungsauflage, dass ich halt nicht mehr in mein altes Umfeld zurück darf, also in meine Stadt. Und kam dann halt irgendwo wieder am Arsch der Welt in so eine Wohngruppe. Und ja, wie man halt ist in den jungen Jahren, fährt man dann trotzdem halt heimlich immer in seine Stadt halt zurück. Und als ich dann eines Tages mal von Stolberg zurückkam, kam einer aus der Gruppe so zu mir und meinte so, hey, ich weiß, dass die wissen, dass du in Stolberg warst. Naja, und dann habe ich so ein bisschen abgehangen noch da, 10 Minuten später aus dem Fenster geguckt. Auf einmal habe ich gesehen, wie so ein Streifenwagen kam. Da wusste ich, alles klar, die kommen mich holen. Dann bin ich direkt hinten andere Seite aus dem Fenster raus und über die Felder abgehauen. Dann war ich halt auf der Flucht. Bin halt wieder zurück nach Stolberg, aber da man halt noch jünger war, halt in dem Alter so mit 15, dann hast du halt natürlich keine Kumpel, so die alle irgendwie eine Bude am Start haben, eine Wohnung und so ein Scheiß. Dann war halt natürlich gefickt, konnte ich halt nicht irgendwo pennen und war halt komplett auf der Straße. Nicht mehr in der Schule, nichts, muss halt gucken dann, wie ich ja, über die Runden komme. Und ja, dann bin ich halt nachts immer zu so einem Parkhaus gegangen. Ich geh raus aus dem Treppenhaus, weil ich zu essen brauch. 1000 Tropfen auf der Stirn. Hat man irgendwann mal geschafft, so dass man einigermaßen so warm hat, nicht kalt hat, aber sobald man nur den Finger bewegt hat oder irgendwas, ist direkt hier wieder den Arsch abgefroren. Ja, dann bin ich auch immer schon jeden Morgen so um 6 Uhr bin ich dann auch schon wieder aus dem Parkhaus raus und bin dann halt losgezogen. Hab dann noch vom Geschäft gewartet, bis sie aufmachen und hab mir halt mein erstes Essen geklaut. Und so war halt jeder Tag. Jeden Tag, bevor ich losziehe, erst ein Baum. Ich will heim. Der hat immer Autos aufgebrochen, hat nie was zu essen gehabt. Der hat immer bei mir geklingelt, immer zu Hause. Hat doch ein paar Mal in meinem Keller geschlafen. Alt war der, 14, 15. Auf der Straße, Kopfkrieg, Endstation. Wenn ich draußen um den Block zieh, Eltern los. Knack die Autos auf, klau das Parkgeld. Bei so einem Kackjob vergeht der Tag schnell. Die Jungs. Und dann in der Nacht bin ich halt dann immer losgezogen. Entweder habe ich eine Antenne von einem Auto irgendwie abgebrochen oder habe halt einen Schraubenzieher irgendwie am Start gehabt und bin dann immer die ganze Stadt hoch und runter und das jede Nacht und habe immer so Golf 1, Golf 2, Audi 80, Audi 100 immer aufgeknackt, so von unten, dass man das nicht sehen konnte, dass der Wagen aufgeknackt worden ist. Und ich war nicht geil darauf, den Wagen zu klauen, sondern ich war geil auf diese 1-Mark-Stücke. Ja, bis ich dann zum Beispiel einen Zehner zusammen hatte. Wenn ich einen Zehner zusammen hatte, habe ich mir dann was zu kiffen geholt oder auch mal was zu essen und so weiter. Das habe ich halt jede Nacht gemacht. Ich habe so viele Autos geknackt auf jeden Fall in der Zeit, dass mir nachher irgendwann aufgefallen ist, dass in jedem Auto unten drunter schon ein Loch drin war. Da wurde mir einfach klar, Alter, du hast jeden verfickten Scheiß Golf 1 und Golf 2 in Stolberg aufgeknackt. Es gab keinen mehr, den ich nicht aufgeknackt habe. Da bin ich zu meinem Kumpel Rabbi gegangen. Dann habe ich gesagt, hör mal, ich habe da eine Idee, ich brauche Geld. Dann sagt er so, ja, ich brauche auch Geld. Ja, dann habe ich ihm gesagt, ich kenne eine Tankstelle, total abgelegen halt in dem Dorf, wo ich eigentlich als kleines Kind ja groß geworden bin. Da war halt eine Bullenwache und ich wusste halt, die Bullenwache schließt immer so irgendwann um 18 Uhr, 19 Uhr. Wie gesagt, ganz kleines Dorf. Habe ich gesagt, Alter, lass die Tanke überfallen, weil die Bullen brauchen auf jeden Fall dann Ewigkeiten. Dachte ich zumindest bis da. Ja, und dann hauen wir halt ab und ja, haben halt die Kohle. Wir haben das um 4 Uhr, was haben wir das geplant? Und um 9 Uhr haben wir das gemacht. Der Adrenalin war mega krass, weil ich wusste, alles klar, du hast jetzt wieder eine Grenze überschritten. Du hast dein ganzes Leben lang Grenzen überschritten, aber jetzt hast du noch mal einen draufgesetzt. Wenn du jetzt gefickt wirst, bist du wirklich gefickt. Ich habe das Geld von der Kasse genommen. Nur noch sie reden gehört. Und dann sind wir in so eine Kneipe reingegangen. Wir haben uns gedacht so, was soll schon passieren? Kann auch sein, dass wir irgendwo in der Kneipe waren und dann eine Cola getrunken haben und ein Taxi bestellen und sagen, hey, fahren zurück nach Stolberg. Da haben wir uns halt nichts bei gedacht. Taxi ist gekommen, wir steigen ein. Das Ekelhafte war nur,
dass der Taxifahrer auf dem Weg genau an dieser Tankstelle halt vorbeigefahren ist. Ja, und dann kam uns irgendwann Bullen entgegen. Keine Ahnung, ob die Taxis da irgendwie mit den Bullen irgendwie da verbunden waren oder Bescheid wussten. Auf jeden Fall haben die direkt gedreht und auf einmal war der Taxifahrer so ganz komisch, hat gar nicht mehr gesprochen. Und auf einmal wurde der Taxi immer langsamer. Und ich habe noch zum Taxifahrer gesagt, was ist los? Warum bleibst du stehen? Ja, dann blieb er stehen, der hat aber gar nicht mehr mit mir gesprochen. Der hat gar nicht mehr geredet, der hat nur nach vorne geguckt. Ja, dann sind die Bullen gekommen, haben die Tür aufgerissen, haben uns direkt aus dem Auto rausgeholt, haben die Knarre gefunden. Da weiß ich noch, haben die noch im Auto noch so mit Taschenlampe reingeguckt, haben noch die Masken gefunden, haben zum Taxifahrer so angeguckt, die so, wen gehören die Masken? Der meint direkt, nein, nein, ich habe damit nichts zu tun, mir gehört gar nichts und so. Ja, das weiß ich noch, das war 1999 war das. Ja, und da wusste ich halt, dass es vorbei ist. Und für mich war so, ich war eh die ganze Zeit auf Flucht, war draußen auf der Straße. Ich hatte eh kein Leben mehr. Ich hatte auch nie ein Leben gehabt. Dann weiß ich noch, als ich im Transporter gesessen habe mit Rabbi, weil ich wusste, ich komme im Knast. Dann habe ich einfach zu denen gesagt, hör mal zu, sag einfach, ich habe dich mit Schlägen gedroht und dies, das, dass du mitmachst und so, weil ich weiß, ich gehe eh in den Knast. Muss ich eins sagen, das ist auch wirklich auch so passiert. Der hat wirklich alles auf sich genommen. Das kann ich wirklich sagen, das machen nicht viele Leute. Und damals hat er auch die Knarre, die habe ich nämlich besorgt. Da hat er bei den Bullen ausgesagt, dass er die Knarre besorgt hätte und er selber gemacht. Selbst wenn man andere Leute mit in die Scheiße reinzieht, die Scheiße hast du trotzdem gemacht, du kriegst dieselbe Strafe. Das war mir halt klar. Dann habe ich gedacht, Alter, weißt du, warum sollen wir beide in den Knast jetzt gehen für eine lange Zeit? Ich muss so oder so gehen, ich gehe so oder so. Ja, und somit habe ich das mit Rabbi abgesprochen. Ich habe damals noch Blitzentlassung gehabt, nach 4 Wochen oder 5 Wochen bin ich rausgekommen, weil er halt alles auf sich genommen hat. Dann hatten wir Gericht gehabt, ich habe damals 14 Monate auf 3 Jahre Bewährung bekommen und er hat dann 3 oder 3,5 Jahre Knast bis damals bekommen. Ja, da haben wir eine Zeit lang nicht mehr gesehen, wa? So ist das Leben hier im Bausch, unser Mancher hatte Pech und ging drauf, doch ich nicht. Doch irgendwann ist all das vorbei, ich komm raus und bin endlich wieder frei. Was geht ab? Ja, und dann war das halt immer so, dass wenn man dann halt neu kam, hat man direkt gesehen, am Transportertag, man sitzt so auf einer Zelle, auf einmal siehst du, wie einer so an dein Zellenfenster von außen hochklettert und noch ein anderer, auf einmal hängen so 3, 4 Typen hängen in deinem Zellenfenster drinne und gucken halt so rein, gucken halt, wer neu ist. Und als ich dann rüberkam, war für mich halt auch klar, ich bin einer, ich stehe mein Mann, ich war auch der Jüngste noch, es war natürlich beschissene Situation für mich, aber ich bin trotzdem freistellen gegangen, dann kamen die ersten Konflikte, die ersten Probleme, dann habe ich mich geboxt, dann haben sie mich da immer bewusstlos sogar geschlagen, dann kamen halt irgendwie 10, 15 Mann auf mich drauf, aber nach einem halben Jahr war halt cool, dann haben die Leute einen akzeptiert, respektiert, die wussten, man ist kein Spasti, so man steht sein Mann. Und dann sind sogar nachher die Leute, mit denen ich so die Konflikte hatte, sogar nachher noch meine besten Freunde geworden, so mit denen ich halt dann die ganzen Jahre halt verbracht habe. In der Kirche waren wir zusammen. Ich bin zwar Moslem, aber die Kirche war immer voll mit Moslems, alles Araber. Hauptsache nicht auf der Zelle bleiben, Hauptsache ausnutzen, jede Sekunde. Und dann war der Priester immer vorne und dann immer die ganzen Ausländer immer so Halleluja, Halleluja. Geilste Zeit, ich schwör's dir. Ja, und der Typ auf meiner Zelle hat mir dann so ein Tattoo gezeigt, wo irgendwie dann der Name seiner Ex drauf war, was ihn halt voll abgefuckt hat. Ja, und ich hatte ja eh nichts zu tun, eh Langeweile. Und wie gesagt, wenn man krank wird, halt im Knast, habe ich gesagt, so kein Problem, kann man doch wegmachen. Sagt er, wie kann man den wegmachen? Ja, schneid doch einfach raus. Habe ich gesagt, kann man doch rausschneiden. Dann müsst ihr euch überlegen, ich war schon so krank in der Birne, vor Langeweile und vor lauter Tiersein in der Zelle, habe ich dem Typen mit einer Rasierklinge so ein Stück Fleisch aus dem Unterarm rausgeschnitten. Der hat so auf so ein Ding gebissen und ich habe den hier einfach dieses Stück halt rausgeschnitten. Da war der halt Name halt weg, ne? So eine Mega-Narbe. Das sind halt so kranke Sachen halt, die im Knast passieren oder ja, wie einfach der Verstand einfach krank wird im Knast. 2 oder 3 Typen haben doch da ihren Spannmann so gesehen halt aufgehangen. Seitdem, Mann, habe ich halt auch gehört, so gibt's diese 4-Mann-Zellen nicht mehr. 4, 5-Mann-Zellen wurden halt abgeschafft danach.
Heutzutage ist es auch so, wenn du einmal eine Boxerei hast auf dem Freistundenhof, dann gibt es direkt eine Anzeige, dann kommst du direkt vor Gericht, dann kriegst du noch mehr Strafe. Damals gab es den Scheiß halt nicht. Deswegen war halt einfach damals ein rauerer Wind, weil damals hat man sich geboxt, dann hast du eine Woche Popshop bekommen oder zwei und die Sache war halt gut. Heute gibt es Anzeige, dies, das. Und deswegen kommen halt heute natürlich auch die Schwuchtel in die Freistunde, weil die kommen dann zum Beispiel zu dir und sagen, ja, du Hurensohn, so, und dann haust du dir meine rein, ja, und dann wirst du gefickt. So, und das wissen natürlich die Leute auch und so hat der Knast sich halt geändert. Ne? Damals war es auf jeden Fall ein heißes Pflaster. 100%. Ja, niemand will so ein Leben leben. Musik war so das Erste, dass ich in irgendwas einen Sinn gesehen habe. Jetzt hatte ich ein Ziel. Erste Texte halt geschrieben und dann halt überlegt, so irgendwie muss ich auch irgendwie aufnehmen können halt. Und ja, dann kam mir halt so eine Idee, dass ja bei den ganzen Rap-Alben ist ja bei den Songs immer, dass vorne und hinten zum Beispiel, da wo die nicht rappen, da läuft halt einfach nur der Beat ein Stück. Zum Beispiel am Ende, der letzte Refrain läuft bei so einem Ami-Song und am Ende läuft dann immer ja noch so, sagen wir mal, 20 Sekunden halt der Beat. Und da kam mir halt irgendwann die Idee so, ich könnte ja einfach mit einer Kassette das, den Beat von hinten zusammenschneiden auf so 2-3 Minuten Länge. Dass ich halt immer, wenn der Takt von dem Beat anfängt, die 1 kommt, ich Aufnahme drücke, warte, bis wieder dieser Taktanfang wieder kommt, dann auf Pause drücke, dann bei der CD wieder zurückspule, wenn dann wieder der Taktanfang kommt, nach dem letzten Refrain von dem Rapper zum Beispiel, und dann wieder die leere Stelle vom Beat wieder anfängt, genau da im Takt wieder Pause wegdrücke, wieder warte, bis es vorbei ist, dann wieder Pause drücke und wieder zurückspule und das die ganze Zeit. Ja, und dann habe ich mir diese Technik halt entwickelt und war da halt nachher so krasser Profi drin, dass man noch nicht mal mehr die Schnitte gehört hat. So, das hat sich dann wirklich angehört, als wäre es ein ganzes Instrumental. Dann habe ich diese Kassette mit dem Instrumental in den Kassettenrekorder getan, habe die laufen lassen, habe einen anderen Kassettenrekorder daneben gestellt, mit dem man halt die Stimme aufnehmen konnte, diese alten Kassettenrekorder. Mein Blatt davor und habe dann meine Songs da reingerappt. Der Most Wanted, der Gang Crip Walk, der Flow Compton. Weder 8 Mile noch Slim Shady, still crazy, komm bring Basie. Volles Magazin, durch die Gassen wie ein Assassin, wie John Grady, die Songs pay me, Bruder krasser Beat. Jahrelanger Lifestyle am Limit, Pit Drive-By, Übernahme Skyline, hier bin ich. Der Einmann aus der Flüchtlings-WG und für den Rücken schön gebückt im Café. Der Most Wanted, der Gun Crip Walk, der Flow Compton. Weder 8 Mile noch Slim Shady, still crazy, komm bring Daisy. Volles Magazin, durch die Gassen wie ein Assassin. Wie John Grady, die Songs pay me, Bruder krasser Beat. Jahrelanger Lifestyle am Limit, Pet Drive By, Übernahme Skyline, hier bin ich. I'm internationally known, yo. Real hell niggas.
gehe meine Zellentür irgendwann mittags auf und der Beamte sagt zu mir, Welch Besuch. Und sitzt auf einmal voll der strange alte Mann, so über 60, Hip-Hop-Klamotten an, so ein Hoodie an. Und dann sagt er halt zu mir, ja, mein Name ist Konrad Mattis, ich bin vom SKM, der Geschäftsführer, ich mache Bewährungshilfe und betreue halt so Kids und ich würde mich halt gerne um dich kümmern. Bin ich direkt aufgesprungen, habe ich gesagt, hör mal zu, ich habe mich jetzt hier 2,5 Jahre lang durchgeboxt. Wenn du denkst, dass du mich jetzt hier irgendwie vielleicht versuchen kannst rauszuholen und mir dann draußen die ganze Zeit irgendwie so zu drohen, dann mach die, wenn das nicht machen, das und dann Bewährungsrufen hier und da. Sag ich, ich habe gar keinen Bock drauf, ich bleib hier. Ja, und dann kam halt der Tag der Entlassung. Meine Mama hat mich abgeholt. Haben wir uns nach so langer Zeit wieder gesehen. Bin dann halt wieder zurück nach Stolberg. Und in Stolberg hat dann so gesehen Konrad das Ruder übernommen. Nach dem Knast bin ich dann auf jeden Fall hier gelandet. Hier ist die berühmte Foxiusstraße. Da hinten war die BG, Foxiusstraße 9. Und direkt dann halt hier gegenüber auf der anderen Straßenseite war das SKM, das Büro, wo dann der Konrad Mattis der Geschäftsführer war. Ja, erstmal wieder von null anfangen, hatten halt gar nichts. Die Bude halt natürlich mega Katastrophe. Damals war schon immer so höllische Unordnung. Das waren immer so Asoziale. So faule Schweine, die haben immer gekocht und dann haben die immer so die Pfannen gestapelt, die Töpfe gestapelt, die Teller gestapelt, alles vertrocknet, die Nudeln vertrocknet, die Eier schon am Gammeln da, ekelhaft. Und bin halt so ein penibler Typ, dann machst du einmal sauber, zweimal sauber, dann sagst du, Alter, fickt euch, Alter. Ja, die Bude war halt überkrasse Katastrophe, ne? Auch so, was Hausarbeiten und so angegangen ist, hat sich halt nie einer verpflichtet gefühlt, ne? Weil jeder hat immer gesagt, nee, ist nicht meins und dementsprechend sah natürlich dann auch die Bude aus. Generell so, wie diese Truppe, die da gewohnt hat, war halt schon sehr außergewöhnlich. Einer gerade frisch aus dem Irakkrieg war ja diese Zeit und einer aus Äthiopien, ich gerade aus dem Knast. Halt alle irgendwie aus so behinderten Verhältnissen. Yilmaz kam halt auch irgendwann in die WG. Und ja, jeden Abend Party, ne, die ganze Nacht durch, dass immer der Nachbar von oben runterkommen musste. Das war der Vater von einem Freund von mir, der war halt auch noch Hodja. Kam halt dann jeden Abend immer runter, weil so laut waren, stand bei uns vor der Tür und immer so, bitte, bitte, bitte. Ne? Am nächsten Tag war der aber nicht mehr sauer. Ne? Und so ging es halt die ganze Zeit. Dann hat man irgendwie mal einen Kühlschrank aufgemacht, weil man irgendwie Eis rausholen wollte oder so. Und hat dann halt auch so ein Beutel Chemie da drin entdeckt, weil halt bei uns halt hunderte Leute abgehangen haben. 24 Stunden am Tag, dann wurde aus dem Fenster halt raus Stoff verkauft. Und alle stoned immer, alle voll drauf. Manchmal sind wir schon laut, aber wenn sie nicht Konrad Konrad ist klar, dass der katholischen Kirche kennt diese Probleme und hat einen guten Draht zu den Jugendlichen. Der 64-jährige Sozialarbeiter unterstützt sie bei ihrer Forderung nach einem richtigen Treffpunkt. War eine harte Zeit damals hier, muss ich sagen. Keine Kohle gehabt, wir waren alle jung. Wussten nicht, was wir tun sollten. Ja, dann sind wir mal zu Konrad rübergegangen, haben wir mal Konrad gefragt, ob der uns jeden Tag, haben wir uns immer gestritten, wer jetzt rüber geht, Geld holen. Ich habe halt irgendwie angefangen, Konrad zu vertrauen. Das Krasse war halt sogar, der hat 5 Tage die Woche bestimmt im Büro geschlafen. Der hat einfach im Schrank, hat er so ein Klappbett drin gehabt. Ja, und dann haben wir uns einfach abends im Büro getroffen, haben ein bisschen Mucke gehört und halt einfach gequatscht. Ja, aber das ist zu kritisch, Konrad. Normal gucken, einfach so. Guck einfach mal ganz normal. Ich kann ihn nicht mehr. Jetzt mach er, Konrad. Der frühere ÖVP-Staatssekretär Alfred Finz mit dem Neonazi Gottfried Küssel zeigt, erwägt Alfred Finz nun rechtliche Schritte. Vor bald 14 Jahren ist die Salzburger Taxilenk. Und irgendwann habe ich den Konrad dann halt auch mal gefragt, so wie es eigentlich gekommen ist, wie der eigentlich so auf mich gekommen ist, dass er mich halt besucht hat. Wie das halt passiert ist. Und
Da hat sie mir dann halt erzählt, dass der eines Tages halt beim Jugendamt war in Stolberg, in der Zeit, wo ich jetzt schon ein bisschen länger halt im Knast war. Und er hat dann halt einfach mitbekommen, wie die halt in den Fluren so mehrere Jugendamtmitarbeiter so über so einen Jungen gesprochen haben, bei dem halt einfach komplett Hopfen und Malz halt verloren ist. Wo die halt dann gesagt haben, so, der wird immer im Knast sein, so, der wird nie auf den geraden Weg kommen und so, der scheißt einfach auf alles, der Schlimmste, den wir jemals hier hatten und so weiter und so weiter. Das hat der Konrad halt dann irgendwie mitbekommen und hat die dann halt gefragt, und hat gesagt, über wen redet ihr eigentlich so? Ne? Weil der kennt ja eigentlich ganz viele, auch von den ganzen Sorgenfällen, von den ganzen Kids, über wen redet ihr? Ja, dann haben die den halt von mir erzählt. Und dann hat der Konrad halt so zu denen gesagt, so, weil der war halt einer, der hat nicht daran geglaubt, dass jemand verloren ist. Der sagt, niemand ist verloren. So. Das ist so, es liegt einfach dann halt daran, wie das Leben und wie das ganze Umfeld und das halt alles war. Weißt du, aber von Grund auf ist eigentlich niemand verloren, egal wie scheiße auch jemand mal war. Und meinte dann halt auch so, ich will den Jungen unbedingt kennenlernen und ich würde das mal gerne versuchen. Und dann haben die halt direkt versucht, ihm das auszureden. Haben gesagt so, hör zu, Konrad, wir schätzen deine Arbeit, also es macht sehr und so, du super Arbeit und wir wissen deine Fähigkeiten, aber glaub mir, bei dem wirst du dir auf jeden Fall die Finger verbrennen. So, der scheißt auf alles, der wird deine Hilfe mit Füßen treten und so weiter und so weiter. Hat den Konrad aber nicht interessiert. Er hat gesagt, es ist mir scheißegal, ich will wissen, wo er ist. So, und dann hat er halt sich zur Aufgabe gemacht, erstmal rauszubekommen, wo ich bin. Hat dann erfahren, dass ich halt in Siegburg im Knast bin. Und so ist dann der Besuch gekommen halt, ne? Als ich dann Konrad kennengelernt habe. Ja. Ich habe halt um die Ecke gewohnt und dann haben wir uns halt immer täglich gesehen. Ich bin immer hin. Dann habe ich auch zum ersten Mal sein Knast-Tape gehört. Das war so zu der Zeit von den ganzen Agro-Ansagen. Und von Achim, fand ich schon von Anfang an immer besser, echter halt. Ich meine, wir waren alle von der Straße, der war von der Straße und das war einfach echt. Der hat durchgeschrieben die ganze Nacht, also ich kenne keinen, der so verbissen Text geschrieben hat wie dieser Junge. In der WG waren wir halt immer in dem Zimmer am Chillen, wo das Playstation ist und irgendwann war der immer verschwunden. Und der Kollege hat halt ein Zimmer nebenan gehabt und da bin ich manchmal nebenan, hab die Tür aufgemacht, dann lag der immer so auf dem Boden mit so zwei Kassettenrekordern und war da irgend so ein Scheiß am Machen. Der war immer so irgendwas am Schneiden, am Machen, am Tun. Und damals war noch nicht mit Mikro und sowas, da hat der irgendwie direkt in das Kassettendeck da reingerappt und gemacht und getan. Komm, Bruder, komm, ich nehm euch direkt mit rein. Hier, guck dir mal schön, wo meine Freunde sind, Alter, ja, meine voll. Besten Freunde. Hier, was die hier veranstalten, Alter, so wunderschön. Wenn einer was von Ghetto erzählt. Was ist los hier? Herzlich willkommen, Alter, Bruder, aber ich verzichte zu sagen. Was sagst du dazu? Ja, sieht schön aus, wegen dir, ne? Ist das gewesen, ne? Ich nicht, aber einer meiner skrupellosen Freunde war ein Höder. Am Werk, Alter, da kann ich nichts sagen. Schön, ne? Hier wird nicht, Alter, hier um die Ecke rum, komm rein. Muss ein bisschen aufpassen. Also die Türe wird schon eingetreten und so, das war schon einmal so, dass das so war. Ist doch ganz nett, oder? Guck mal. Ich habe einen Freund besorgt und so, Alter, für diese ganze Scheiße ist doch in Ordnung. Okay. Aber Hauptsache der Oettinger ist drin. Kannst du ausmachen. Wir waren im Hauptbahnhof, Stolberg. Ich habe danach ihn kennengelernt und habe ich sein Tape gehört und am Endeffekt habe ich mir gedacht, naja, eigentlich wird er mir eine super Konkurrenz werden. Ab diesem Zeitpunkt haben wir uns auseinandergesetzt mit Programmen. Cubase. Jetzt war ich mit Facebook am Machen und mit Konrad habe ich mich halt auch immer dann öfters getroffen. 2 Wochen nachdem ich aus dem Knast war, bekam ich schon einen Anruf von Konrad, während ich gerade bei meiner Mom am Essen war. Meinte halt, er müsste halt unbedingt mit mir sprechen, wäre halt wichtig. Habe ich gesagt, kein Problem, komm rum. Dann ist er halt rumgekommen und sagte dann zu mir so, dein Vater ist beim Jugendamt gewesen und der sucht halt nach dir. Der möchte halt gerne mal mit dir reden und so weiter und so weiter. Und ich habe hier die ganze Zeit im Kopf, mein Vater ist, der meine Schwester missbraucht hat. So generell halt so ein No-Go-Fall. Aber noch krasser halt, ne? Und hab halt mein ganzes Leben lang mit dem Gedanken gelebt, dass mein Vater halt so eine Sache halt gemacht hat. Dann gebe ich ihm doch sein Treffen.
Und dann werde ich mal fragen, Alter, was bist du denn für einer? Was bist du für ein Mensch? Man wollte das halt unbedingt klären. Und das Erste, was mein Vater mir halt gesagt hat, war halt so, du glaubst doch nicht ernsthaft daran, dass ich das gemacht habe, was mir vorgeworfen wird. Und ich habe halt, damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Dann hat mein Vater mir so das Telefon von sich rübergeschoben, hat gesagt, hier, ruf deine Schwester an. Du wirst sehen, die wird dir am Telefon sagen, dass es damals eine Lüge war. Da habe ich gesagt, okay, mache ich. Und als ich halt dann gefragt habe und ihr aber auch gleichzeitig klar gemacht habe, hör mal zu, ich will einfach nur die Wahrheit wissen. So, wenn es eine Lüge gewesen ist, dann wäre jetzt vielleicht der Zeitpunkt, das ist ja noch jetzt irgendwann mir mal zu sagen. Ja, aber da meine Schwester halt so hysterisch ist und schnell halt ausrasten, so ganz komisch ist so, hat die dann halt am Telefon gesagt, so im schreienden Ton halt, doch, das stimmt, der hat das gemacht, bla bla bla, und hat mir halt aufgelegt. Ja, und jetzt sitze ich halt da, sitze vor meinem Vater und denke mir, krass, ihr sagt, das stimmt, der hat es also wirklich gemacht. Ja, in dem Moment denkst du halt dann drüber nach, ja, was machst du jetzt, haust du mir jetzt einen rein oder was mache ich jetzt? Weil irgendwo ist es ja doch dein Vater. Ja. Hab halt ein bisschen durchgeatmet und auf einmal hat mein Telefon geklingelt, war meine Mom dran und machte mich halt auch direkt so zur Sau und meinte so, was bist du, deine Schwester da am Bedrängen, dies, das. Ja, dann hat sie halt gesagt, beruhig dich aber. Ich habe mit deiner Schwester jetzt auch gesprochen, habe ihr gesagt, so hey, wir verstoßen dich nicht, wir wollen einfach nur die Wahrheit wissen. Ja, dann hat meine Schwester halt bei meiner Mama am Telefon halt zugegeben, dass sie das halt damals nur erfunden hat. Weil mein Vater halt nicht der einfachste Mensch halt war und das halt für sie so gesehen der Ausweg halt aus dieser Situation war. Die hat halt auch getrunken, ist manchmal handgreiflich geworden und das war halt so für sie so die einzige Chance, irgendwie da wegzukommen halt, ne? Das Krasse ist aber am Ende des Tages halt, dann sitzt man da, 8 Jahre später, und erfährt eigentlich so, dass dein ganzes Leben, egal wo du jetzt warst, ob Heim, ob Knast, ob Pflegefamilie, auf der Straße, wo ich gepennt habe, in der Kälte draußen zu sein, die Armut, dass unser Haus verloren, was mein Opa gebaut hat, alles war weg. Alles war kaputt. Das Leben von meinem Vater zerstört, das Leben von meiner Mutter zerstört, das ganze Familienleben, meine ganze Familie zerstört. Und in dem Moment wurde mir bewusst, alles nur wegen dieser einen Lüge. Alles wegen einer Lüge. Ja. Und dann habe ich halt einfach angefangen, Mucke zu machen. Richtig. Vollgas, jeden Tag. Leben. Warum der ganze Stress all die Jahre? Kein Geld zu haben? Ist das Leben für dich? Warum dürfen wir nicht reich sein? Leben heißt für viele bei uns einfach nur über die Runden kommen. Denn die Gesellschaft braucht Leute wie uns, damit die mit dem Finger auf uns zeigen können. Seht her, was wir geschafft haben. Also, was ist Leben für mich? Alles. Der Fame macht überheblich, G. Doch ist sie theoretisch mies. Medizin ist täglich, Weed. Digga, mich zu haten ist vergeblich. Der Brody bastelt epic Beats. Und jedes seiner Tapes bleibt Weed. Lebensstil ist Late Night, Street 8 Mile und Hater bleibt Major V. Leben, aufwachsen, ein Mann werden. Ja, nur mit Face war es halt irgendwie anders. Er war halt nicht so auf dem, so ganz so krass auf dem Film wie ich, so dass man irgendwie was reißen will halt. Und irgendwann ist er halt weggezogen vom Hauptbahnhof nach Eschweiler und ist halt in Eschweiler auf einen ganz krassen J-Joe-Film gekommen. Ich hab mein Haus verloren, ich hab mein Auto verloren, ich hab alles verloren. Und Achim hat einfach weitergemacht. Aber für mich war so, hey, das ist alles, was ich habe. Ich hab nichts in meinem Leben gemacht. Ich hab keinen mega krassen Abschluss, nichts. Ich bin der letzte Penner, also alles auf eine Karte halt, ne? Und ja, und weil es halt bei ihm halt nicht so war, sind da natürlich dann auch die Wege halt auseinandergegangen. Ich würde das in meinem Leben niemals vergessen, wo der einfach zu mir gesagt hat, das ist die einzige Chance, die ich habe und so. Und ich muss jetzt was draus machen, sonst habe ich nichts.
Bei Face hatte ich ja immer schon was gesehen, so, der hatte ja immer so ein bisschen Beats gemacht, auch mit Reason und mit anderen Programmen. Habe ich mir ein bisschen Kohle organisiert, genau 1000 Euro damals, und dann bin ich halt im Music Store gefahren und habe mir halt mein erstes Equipment geholt. Ich wollte halt nicht wie die anderen Künstler halt auf irgendwelche Ami-Beats rappen, weil es dann für mich sich nicht so angefühlt hat, als wäre es so meine eigene Mucke. Ich wollte halt so meinen eigenen Sound schon irgendwie kreieren und daran basteln. Ja, und habe mich halt immer mehr da halt reingearbeitet in Sachen Beats. Und habe dann halt angefangen halt Business zu machen, habe aber so gesehen ja auch nur meinen eigenen Konsum damit finanzieren können. Und irgendwann ist mir halt klar geworden, so, weil ich auch durch diese Kifferei, weil ich so extrem gekifft habe, irgendwann auch schon so psychische Probleme bekommen habe. Also ich hatte manchmal immer so komische Flashs bekommen, so immer so sekundenweise, wo mir dann auf einmal, wo ich gedacht habe, ich müsste auch gleich kotzen. Das war auf jeden Fall irgendwas so für eine Psyche. Dann habe ich gemerkt, hey, du übertreibst voll mit Kiffen, weil ich habe von morgens bis abends gekifft. Ich bin im Auto durch die Gegend gefahren, Lappen habe ich ja dann gemacht. Dann bin ich im Auto durch die Gegend gefahren, weil ich so süchtig war nach Kiffen wie Snoop Dogg. Im Auto war ich so den Joint am Rauchen. Mir war es komplett scheißegal, ob die Bullen mich erwischen oder nicht. Wenn ich nach Holland gefahren bin, in einen Coffeeshop, für mich selber so Material zu holen, was Gutes. Ich hab's nicht geschafft, abzuwarten vom Coffeeshop, bis wir über die Grenze sind, um mir dann erst einen Joint zu rauchen. Ich bin mit dem brennenden Tüte über die Grenze gefahren. Also mega krank, dass ich damals auf jeden Fall nicht gefickt worden bin, ist echt ein Wunder. Und irgendwann dachte ich, alles klar, ich will aber nicht nur der Kiffer sein, der halt so kifft, will auch irgendwie Geld haben. Und ja, dann habe ich mir halt ein Ticket genommen, bin nach Domrep geflogen und habe aufgehört zu kiffen. Und dann habe ich halt wirklich geschafft aufzuhören. Ja, und dann hat man sich halt erstmal auf seine Träume konzentriert. Zum Beispiel damals, ich war mega Fan von dem E38-7er damals. Und habe dann einfach Geld gemacht, beiseite gelegt und ja, habe dann irgendwann in Dortmund habe ich dann meinen Traum 7er gefunden, einen schönen V12, richtig schöner Zuhälterschlitten zur damaligen Zeit. Dann bin ich nach Dortmund gefahren und habe mir das Teil geholt und habe mir den, ja, einen meiner ersten Träume dann damit erfüllt. Sein größter Favorite, ich glaube, das ist immer noch so, ist halt die damalige Zeit, 96 glaube ich, wo das mit West Coast Steel anfing und das war sein Ding halt, ne? Hat immer gerne von erzählt, Tupac. Ja, und wie schon gesagt hat, ich glaube, der war schon so Fan davon. Ich glaube, aus dem Grund hat er sich auch den BMW zugelegt. Ich glaube, das war sogar dieser BMW, wo der Tupac auch, glaube ich, umgekommen war, glaube ich. Wir waren immer halt unten in der Stadt, auf der Straße am Pushen und der hat das halt immer so ein bisschen gehobener gemacht aus seiner 7er, aus seinem 7er BMW raus. Auf jeden Fall hat der Junge einen dicken Schlitten gehabt, wir sind mal durch die Gegend gebrettert. In Nike und Jeans, Hoodie, Boogie. Seh der Wookie für Beef Booty. Komm im Fünftel. Mein Lieblingstunnel, wie gesagt, damals immer alle Fenster runter und ich habe mir gedacht, damit wir diesen Vibe fühlen, wie das auf jeden Fall auch früher war, machen wir das diesmal auch und lassen einfach den Tunnel mal beben. Das hier ist Hip-Hop. Attitüde Hardrock. Rundherum Classic, Kompass. Ich mag das Beats von Kieler. Die Host-Regeln hassen, West, Mucke, NRW Acts. Forever echt die Farbweise, chillo, relax, check, break your neck. Und irgendwann mal war bei uns halt Flaute, ging nichts mehr. Weil irgendwann kam immer einer um die Ecke mit seinem 7er. Dann hat man gesehen, wie so eine Hand rausging, die Packets rausgereicht hat. Weil er hat immer so einen schlauen Move gemacht. Der hat dann immer so, wenn die Leute für 50 Euro was gekauft haben, dann hat denen immer was dazu geschenkt. Er hat dann halt immer, die Leute haben dann halt immer geredet, so, nee, dann ruf mal lieber den Achim an, der macht Spezial, Spezial. Spezial war halt dann immer ein Packet gratis. Ja? Dann haben wir halt nichts mehr gemacht. Ne? Das war auch so die Zeit, wo die Leute auf einmal angefangen haben, einen zu hassen. Noch vor der Rap-Zeit, weil damals war halt so ein 57 Iwischen hatte halt keiner, ne? Das war halt zu der Zeit, war die Karre noch was Besonderes. Gab es gerade mal einen Nachfolger und haben die Leute schon dicken Abturn geschoben, wenn wir hier so durch die Stadt gepisst sind, unsere Geschäfte gemacht haben. Ja, war schon geil. Da hat der Sommer noch Spaß gemacht. Bass, RAP, für Hip-Hop-Boys elementar. Kippe Joint, dick die Voice, Mois, immer busy, 50 Deutsch, läuft. Geil war bei Achim halt, dass der in seinem 7er BMW halt immer mit einer Shisha rumgefahren ist. Das Ding, das stand immer auf der Beifahrerseite. Und dann kamen wir an, das war auch hier in Aachen, in Eilendorf war das. Das waren halt alles Kanaken.
Und das ist halt so eine Wohnsiedlung, muss man sich vorstellen, wo nur Ausländer sind. Und wenn einer von denen Ärger hat, dann braucht er halt nur mal kurz zu husten oder zu pfeifen, dann hast du da erstmal ein Problem. Und dann haben wir was gekauft wieder, ich und der Achim. Und das war auch mega scheiße. Und dann waren wir zu Hause und da hat ich das Zeug angeguckt. Mir war das scheißegal, weil ich war in der Stadt, das waren eh alles Junkies, das ging eh immer alles weg, egal was da hat. Aber der hat ja immer so gehobene Klasse an Kundschaft gehabt, die waren immer so gutes Zeug gewöhnt. Und da sagt es mir, nee, geht auf gar keinen Fall, wir müssen auf jeden Fall jetzt sofort dahin fahren, das geht nicht, wir müssen das zurückgeben. Und ich sage, ja, mach keinen Scheiß, und der ist ja halt der größte Sturkopf, den ich kenne. Dann sind wir halt dahin gefahren. Wir kamen an, da habe ich den Jungen gesehen und der hat sich nach hinten gesetzt und ich saß halt vorne, Achim ist Fahrer, ich Beifahrer, der Junge hinten, der uns das Zeug angedreht hat und ich kannte den halt. Und ich sag, hör mal zu, Bruder, tausch das mal, mach mal so, gib uns was anderes. Wir wollen halt kein Geld zurück, aber gib uns Besseres, dies, das, jenes. Das hat dem Achim halt ein bisschen zu lange gedauert. Ich bin halt Deutscher, da in der Runde, der Typ hinten. Ja, und Memo ist halt mit dem die ganze Zeit Politik auf Türkisch am machen. Ne? Hier, Baksana, Japsen, Mapsen, Lapsen, Flapsen. Und ich verstehe halt gar kein Wort und denke mir halt so irgendwie nach 10 Minuten, ja, was ist denn jetzt, Alter? Kriege ich mal Material, vernünftiges Material oder Kohle zurück? Und ich verstehe einfach kein Wort. Und irgendwann ist er halt ausgerastet. Ne? Was heißt ausgerastet? Der hat sich halt so nach hinten gebeugt und hat den Jungen gesagt, willst du mich verarschen, du Spasti? Was ist jetzt? Tausch das Zeug um. Und der war halt, draußen stehen seine ganzen Brüder und der denkt, Alter, wie redet der Deutsche mit mir? Ist der lebensmüde? Der war so am Sitz, der so, lass mich sofort hier raus. Da sind wir ausgestiegen und die Horde, die kam immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und ich stand dann draußen und der saß halt im Auto und der war noch aus dem Fenster raus am Mucken. Der so, was dreht sich mit den Spastis? Und ich sag, Alter, halt deine Schnauze. Wir kriegen hier auf die Fresse, Alter. Halt doch endlich deine Schnauze. Ja, und wir hätten auch an dem Tag sterben können, der hätte trotzdem nicht die Schnauze gehalten. Und das ist halt der Achim, halt der größte Sturkopf, den ich kenne. Aber am Ende haben die Jungs dann halt umgetauscht. Ne? Bin ich ja zum Ziel gekommen. Zwar fast gestorben, aber hat er gepasst. Ja, hier sind wir auf jeden Fall damals immer über die Grenze gefahren. Meinen Kollegen habe ich immer hier in dieser Straße rausgelassen. Und bin dann erstmal hier vorne über die Grenzen gefahren. Ne? Man kann halt einmal da vorne geradeaus fahren, um nach Deutschland reinzukommen und da links halt diese Straße hier entlang. Da hatte man halt immer so eine 50-50 Chance, ob man gefickt wird oder halt nicht. Ne? Hier auf der Straße hat man dann auf jeden Fall jedes Mal einen Küttel in der Hose gehabt. Ne? Weil die Bullen waren halt immer wie so Geister. Man hat die gerade eben noch nicht gesehen und auf einmal waren die aber da. Wenn man dann halt wieder kam, ne? Und dann ist man halt gefickt. Ja, hier fing dann immer die heiße Phase an. Da vorne auf der Ecke war damals so ein Coffeeshop, Videothek. An der Videothek haben die Leute mal ihren Stoff halt hier geholt. Und hier in den Seitenstraßen und hier vorne links standen dann immer die Zollwagen. Das ist die alte Grenze. Ja, und der Behinderte war halt immer, wenn man hier über die Grenze gefahren ist, weil hier so die Autos immer so rechts, links halt geparkt sind. Wenn jetzt ein Zollwagen halt in dem Moment halt entgegenkam, ja, dann hat es halt die Arschkarte, weil der eine muss immer den anderen halt Vorfahrt gewähren und dann, ja, guckt man sich halt direkt in die Augen, ne? Das war halt das Problem. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Vergangenheit bei Leben wie ein echter G. Brudi, ganz normal, wenn du auf Fresse fliegst. Rap ist deep. Leben ist so, Seelen sind tot. Es ist einer gegen alle, Bruder gegen den Strom. Und glaub mir, niemand kann uns brechen, guck, wir regeln das schon. In diesem Leben sind wir längst schon jene Tränen gewohnt. Leben ist so, Seelen sind tot. Es ist einer gegen alle, Bruder gegen den Strom. Und glaub mir, niemand kann uns brechen, guck, wir regeln das schon. In diesem Leben sind wir längst schon jene Tränen gewohnt. Ich wollte rappen, weil die Leute dachten damals, dass das Leben mich bricht. Doch auch im Dunkeln heizen dürfen, wo noch Wege gehen sich. Doch wenn ich gehe, lieg ich unten allein. Doch jenes Leben bleibt für immer meine Mucke for life. Denn wir waren real, Digga. Untergrund und ne Deal, bitter. Berichte von dem Leben hinter Gittern und sie zittern. Das alles ist dir fremd. Von unten zum Benz. Meine Feinde machen Auge, doch die Bombe macht Bang. Ich bin immer noch derselbe, jene Stimme des Volks. Fick Erfolg, denn nur Lügen, Bruder, bringen dir Gold. Keine Beats und keine Features, nein, wir machen es selbst. Was sie mit Geld nicht erreichen, Bro, was schaffen wir schnell selbst. In dieser Welt hält mich eigentlich nichts. Doch dann kam dieser Traum, heute schreiben wir Hits. Ja, bleib so wie du bist, Pleite oder Witch. Seid ihr sicher, wenn ich schreibe, sind die Zeilen hier für dich.
Leben ist so, Seelen sind tot. Es ist einer gegen alle, Bruder gegen den Strom. Und glaub mir, niemand. Ich wollte meinen Horizont halt irgendwie mal erweitern und hab mir halt gedacht, was gibt's eigentlich jetzt hier nach und noch so an Rap? Ja, dann sind halt immer dieselben Namen gefallen. Es war halt damals COZ, diese ganze Talclan-Leute aus Aachen. Und da habe ich mich irgendwie mit denen getroffen. Ja, und ich kam halt dahin und ich war halt schon so, ja. Ich glaube, so, wenn man mich immer das erste Mal gesehen hat, so, ich war damals zu der Zeit halt immer so, ja, schon eine sehr provokante Haltung halt, glaube ich. Der hatte so ein, wie soll ich sagen, so diese Ellenbogen-Mentalität. So. Ich muss mich beweisen und nichts an mich ranen lassen. Und komm halt da einfach um die Ecke und gesagt dann halt so, ah, ihr rappt hier oder was, so, bla bla. Und hab halt doch gemerkt, so, Stimmung war da auf jeden Fall ein bisschen angespannter. Aber war dann doch irgendwie alles cool. Ja, und dann habe ich mich halt mit COZ, hab ich mich bei ihm getroffen. Ja, dann haben wir den Song mit der Stadt hinter mir gemacht. Mit der Stadt hinter mir, die Faust in der Luft. Jeder wird gefickt, das ist aus und jetzt Schluss. COZ und Cashmo für unser Kreis mit Bad Flows und Raps immer dicker wie Fat Jones. Dann habe ich halt auch Hassan kennengelernt, den Bruder von Motrip halt, Elmo. Ja, und dann habe ich ihn halt auch irgendwann eingesammelt und sind mal zu mir gefahren, haben halt auch da den ersten Song gemacht und halt so ein bisschen Mucke gemacht. Da kam gerade die Connection zustande zwischen Aachen und Stolberg. Damals war es halt so, dass nicht Motrip der Bekannte war, sondern sein größerer Bruder, Elmo. Der war halt damals in Aachen, war der eigentlich so, würde ich behaupten, mit dem Bekannteste oder so, der den meisten Einfluss so an Rap auf jeden Fall auf der Straße hinterlassen hat. Ich war viel weiter dahinter, weil ich war halt dieser Stolberger Junge, der jetzt angefangen hat, irgendwie aus seinem Stolberger Kreis auszubrechen und versucht, irgendwie weiter halt zu kommen. Ja, Motrip war halt immer schon krasser Rapper. Und dann haben wir sogar, das war mein allererster Auftritt, die Jungs hatten vorher schon Auftritte. Dann haben wir dann irgendwann haben wir dann zusammen unseren ersten Auftritt gemacht. Mach nur das für die zwei Raps, zwei Guns, zwei Mics. Mit diesem Track in den Kampf steig ein. In diesem Jahr, wir kommen an, ihr könnt gehen, ihr seid nichts, hat kein Gain, ihr seid Bitch, wie wollt fame. Zwei Raps, zwei Guns, zwei Mics. Mit diesem Track in den Kampf steig ein. Ja, und dann kam halt irgendwann halt der große Knall. Mit Hassan halt, mit Elmo. Wegen irgendeiner Kleinigkeit halt irgendwie so Differenzen gehabt. Und dann irgendwann, das war halt dann schon diese MySpace-Zeit, wo wir da alle so Songs hatten. Dann kam halt irgendwann so ein Song online von Hassan. Der Song hieß Hate Ihn. Und in dem Song kamen einfach Sachen halt vor, wo ich war mir zu 1 Million% sicher, so, das war gegen mich gerichtet. Der hat sich schnell angesprochen gefühlt und auf jeden Fall kam da irgendwann ein Track raus von den Aachener Jungs, da war es ein bisschen am Brodeln und da haben die irgendwie, glaube ich, ein paar Sätze so in seine Richtung gekickt. Dann kam der zu mir und meinte, hör zu Ilmas, hör dir mal den Track an. Die haben eindeutig gegen mich geschossen, haben wir auf jeden Fall damals einen Song aufgenommen, der hieß Stolbecks Antwort. Der hat alles zerstört. Der schönste Mann, ich sag dein Krieg. Wie gesagt, denn ich mach Krieg, Krieg, Bang. Komm vorbei mit deiner arbeitslosen Picknick-Gang. Das ist dein Ende, Alter, sag goodbye. Mann, ihr habt jetzt übernommen, es gibt keinen Platz für zwei. Ihr seid gefickt, denn ich mach Krieg, Krieg, Bang. Ey, wir hätten damals ja niemals gedacht, was dieser Song und dieser Beef, was der für Auswirkungen haben wird. Ich kann mich schon daran erinnern, so, dass damals Schüler, die in Aachen zur Schule gegangen sind, im Bus verprügelt worden sind, weil die aus Stolberg kamen, von irgendwelchen Aachener Jungs, Alter, weil die gesagt haben, ihr seid aus Stolberg, ihr gehört zu denen und haben diese gepisselt gekriegt, so, weißt du, also das hat damals Wellen geschlagen, Alter, das war schon gefährlich. Und für viele war es auch krass, guck mal, der Deutsche kommt und disst die alle Male. Es war halt einfach, der Krieg ist real. Was dieser Beef ausgelöst hat, ist halt nicht wie heute. Da beefen sich welche, nächstes Jahr machen die auf einmal Kollabo-Album zusammen. Dass es so ein Fake-Beef ist. Damals ging es einfach um alles. Es war todernst. Es war wie so, wir kämpfen hier um die Vorherrschaft, wer hier wirklich das Sagen auf der Straße hat, rap-technisch. Und das Resultat daraus ist halt, dass diese Scheiße mich halt eigentlich bis heute immer halt noch verfolgt. Noch vor 2 Jahren bin ich in einem Club gewesen, wo dann auf einmal so 3-4 Typen halt vor mir kamen und auf einmal dann so mir einen reinhauen und meinen so, ey, du bist doch Stolberger.
Und für mich war in dem Moment schon alles klar. Ich weiß ganz genau, worauf die hinaus wollen. Weil in Aachen ist ganz klar, wenn einer kommt zu dir und sagt, hey, du bist doch Steuerbürger, das heißt halt nichts anderes als, du bist doch Cashmo. Wegen diesem Beef-Ding halt. Ne? Hab ich gesagt, ja, ich bin Steuerbürger. Ja, und der haut mir dann einfach mal rein, so, was denkst du eigentlich, wer du bist? Und in der Position, in der ich halt bin, so auch als Rapper, und da ich generell keiner bin, der halt irgendwie klein beigibt, musste ich halt natürlich auch in dem Moment halt handeln. Ne? Und hab den Typen halt voll eine gezogen. Ist zwar natürlich nachher für mich schlecht ausgegangen, weil die Türsteher dann versucht haben, 5 Minuten lang mir irgendwie die Fresse einzutreten. Ich aber eigentlich eine sehr stabile Deckung habe und es deswegen halt nicht funktioniert hat für die Jungs. Aber ja, es sind halt so ekelhafte Situationen, ne, die heute halt immer noch vorkommen, obwohl der Beef einfach schon über 10 Jahre zurückliegt und ich mit den meisten Jungs eigentlich schon wieder cool bin. Mit Hassan cool bin. COZ habe ich schon getroffen in der Tankstelle. Wir haben es angeguckt, alles war cool. Alles ist cool, alles ist geklärt. Aber für die Kids ist gar nichts geklärt. Die sind damit groß geworden, das ist deren Leben. Und heute siehst du, Mama ist der kleine Junge groß. Ja, liebe Mama war dann der Song, den der Plattenpapst von mir gehört hat. Auf MySpace damals, dann hat er sich bei mir gemeldet. Kam mit dem Kaiserschnitt, die Ärzte mussten kämpfen, denn das Leben beugt mich eigentlich nicht. Goldkettchen und Goldringe, so ein richtiger, also der wäre früher auf jeden Fall der Karate-Udo vom Kiez gewesen. Der Pia hat den mitgenommen, dann kommt auf einmal einer. Ne, ich meine, viele Leute von euch kennen diesen Klischee, deutscher Kartoffel oder was auch immer. Ne, und auf einmal taucht einer auf, namens Achim, Alter. Ich dachte mir so, der kommt in meiner Stadt. So, er klaut mir die Show. Wer ist dieser Typ? Diese platte Sprache da aus dem Aachener Raum. Wir sind alles Ruhrpotter. Wenn dann so einer platt anfängt zu quatschen, dann ist er auf jeden Fall lustig in Verbindung mit dem, wie er Storys erzählt und wie viele Storys erzählt. Ne? Schon allein diese echten Storys, die man auch auf YouTube gucken kann, hat auf jeden Fall ein Talent zu erzählen. Hat ja auch viel zu erzählen, der Junge, ne? Der Junge von der Street. Zwischenzeitlich auch dann ein bisschen Montana kennengelernt durch meinen Song Der kleine Junge damals. 91 schon mit Headphones im Zimmer. Da hat mir Jakuza damals geschrieben, hat mir Props gegeben, bisschen Montana hat mir Props gegeben. LP's Primo Voice. Ja, dann habe ich mich ein bisschen auch getroffen damals. Das war die Zeit, wo der gerade frisch bei EGJ gesigned hat und dann seinem ersten Mado-Album gearbeitet hat. Mado 1 war dann halt das erste Mal, dass ich in den Mediamarkt oder Saturn gegangen bin und eine CD rumgedreht habe und hinten halt mein Name drauf stand. Busy 79, ich komm mit Aachens Nummer 1. Partner, bitte sag den Fickern, dass der Party gerade rhymt. Hier geht es nicht um Party, nein, verdammt, ich mach es so lange. Ich schreib in Part, rap hinein, verdammt, und fucke nicht lange. Guck das. Und dann kam mein Album. Das ist kein dies oder das, Double Time Rapper, da wie oder was. Ich ficke deine Mutter, wenn der Beat dazu passt. Block, Muck, ich mein, das ist kein. Komplett gefloppt. Und ab da ging die Reise wieder bergab. Fing es halt auch an, dass wir einfach öfters schon im Studio waren in Düsseldorf und an Songs gearbeitet haben. Und gleichzeitig rief natürlich auch meine Kundschaft immer an und brauchten halt immer alle Material. Ich hatte zu der Zeit auch schon voll viele Läufer, die brauchten neues Material, die Kunden waren schon am Nerven. Ja, und ich habe halt irgendwie drauf geschissen, weil eigentlich so, man denkt so, es ist halt geil, so dieses Straßenleben, Dealen, dicke Autos und den ganzen Scheiß. Aber das war ja nicht mein Traum, mein Traum war ja die Musik. Seit dem Knast habe ich mich auf den Traum Musik versteift. Und deswegen war mir irgendwie das alles irgendwie in dem Moment scheißegal. Aber Leute, die Drogen nehmen, denen ist es halt nicht scheißegal. Die brauchen halt ihren Stoff. Und
wenn du dann halt nicht mehr ablieferst, wie ich, weil ich nur noch irgendwie im Studio hing, keine Fahrt mehr nach Holland gemacht habe und komplett drauf geschissen habe, dann suchen natürlich die Kunden noch einen neuen Ticker. Ja, und so kam es, dass meine Kunden halt immer weniger wurden, meine Läufer immer weniger Kunden bekamen und mein Geschäft halt kaputt ging. Habe ich auch drauf geschissen, weil, wie gesagt, ich habe gedacht, ich würde jetzt hier voll durchstarten. Ja, dadurch ging das Geschäft kaputt. In dem Moment auf einmal hat sich auch meine Olle noch von mir getrennt damals. Ja, auf einmal wurde ich obdachlos, musste halt irgendwie gucken, dass ich hier und da irgendwie unterkommen kann. Ja, und dann stand ich bei Bobby vor der Tür. Als wir da rein sind, hab ich gedacht, Alter, was geht denn hier ab, so, ne? Halt so Hartz-IV-Bude, ne? Ein Bett, eine Couch, eine halbe Küche. Aber Hauptsache, komplett alles hergerichtet mit PC, mit Keyboard. War auf jeden Fall eine richtig geile Zeit, so allein schon morgens aufzustehen. So. Du wirst geweckt, Alter, und hörst erstmal ein Beat drüben, Alter, und fängst direkt im Kopf an, so zu freestylen. So, ja, dann gehst du erstmal über den Balkon rüber. Mit einem frischen Kaffee auch. Da ist der Onkel Achim schon wach, Alter. Voll in seinem Element. Und dann das Einzige, was er zum Umziehen braucht, ist halt sein Piano und sein Mikrofon. Dann ist man schnell umgezogen. Und dann musst du halt immer gucken, halt, wo der ist. Den kannst du halt nicht einfach mal da besuchen, weil der ist halt heute da gewesen. Voller Überlebenskünstler dann halt. 2 Jahre lang obdachlos, aber noch nie auf der Straße gepennt. Immer was zu pennen gehabt. Der hat dann immer halt 1000 Frauen am Start. Die dann immer direkt sagen, ja klar, bei mir kannst du. Und der hat halt kein Problem, bei irgendeinem Ollen unterzukommen. Aber ich war halt, wie gesagt, ohne Bleibe. Aber hab mich dann halt irgendwann belabern lassen und bin dann wirklich zum Amt gegangen. Nur bei mir war halt das Problem, da ich halt keinen festen Wohnsitz hatte, musste ich mich bei denen dann halt, bis der Antrag halt durch ist, jeden Tag melden. Dann hatte halt immer irgendwie die Zeit, bis 12 Uhr musste ich mich halt jeden Tag da melden. Und dann ist halt ein Tag gewesen, da habe ich halt ein bisschen verschlafen. Und bin dann schnell in die Stadt halt gelaufen, hab mich halt noch mit meinem Vater getroffen, halt mit dem zusammen halt schnell runter. Und es war dann halt irgendwie 11:45, wollte halt rein und der Security hat aber schon die Türe zugemacht. Ja, hab ich mich halt vor die Tür gestellt und hab gesagt, hey, was ist los, ich muss da rein, ich muss mich noch melden, bla bla bla. Ja, und er hat halt voll drauf geschissen, hat halt so drin gestanden, war so ein 2 Meter Grieche, so ein Mega-Koloss halt. Jeder Steuerberger kennt ihn auf jeden Fall. Und ja, hat mich halt nicht reingelassen. Ne? Dann habe ich halt nochmal gesagt, hör mal zu, guck mal hier auf die Uhr, ist 11:45, ist noch 1/4 Stunde, lass mich rein halt. Hat er mich halt nicht reingelassen. Ich wusste halt, wenn ich jetzt nicht reinkomme, ist auf jeden Fall das mit dem Geld auf jeden Fall Geschichte halt. Ne? Und in der Situation, in der ich war, ich brauchte halt die Kohle, ne? Und auch eine Bleibe und halt alles drum und dran. Dass ich halt in dem Moment dann halt komplett alt ausgerastet bin. Ne? Und ich zu dem Typen halt gesagt habe, Asker, du Hurensohn, komm raus, ich fick deine Mutter. Und dann komplett asozial. Hat er halt nicht auf sich sitzen lassen, macht die Tür auf und ich hatte halt noch einen Totschläger dabei und bin halt direkt reingestürmt und hab ihn halt direkt angegriffen. Weil der halt, wie gesagt, so ein Mega-Klotz war, ist er dann auch irgendwie direkt auf die Fresse gefallen halt und ich bin halt noch so drauf und hat es dann krass Gerangel noch gegeben. Dann kamen halt die ganzen Sachbearbeiter aus allen Zimmern halt raus und haben uns dann auf einmal auseinandergehalten und einer hat halt schnell die Tür zugemacht. Da habe ich da gesessen und musste dann halt warten, bis die Bullen kommen und da war das mit dem Hartz IV dann für mich halt auch erledigt und stand dann halt eigentlich wieder genauso da wie vorher. Dann habe ich da halt angefangen bei DPD zu arbeiten, auch direkt einen Job bekommen, weil ich dann halt erstmal festgestellt habe, ich habe erstmal gedacht, so Paketdienst, so voller Chillerjob, fährst halt nur durch die Gegend, nur so das Bild, was halt alle haben, war aber halt nicht so. Ne? Musste man schon 5 Uhr morgens immer im Depot sein in Hückelhofen und dann halt nach Aachen und habe da im Ostviertel angefangen, bis nach in die Bonzen-Gegend runter und habe da halt meine Pakete jeden Tag ausgetragen und war dann immer auch erst um 6 Uhr oder 7 Uhr abends erst fertig, war dann erst irgendwie um 8 Uhr zu Hause und habe das halt so 2 Jahre gemacht, von 100 Leuten nicht angelernt, habe seit 99 am nächsten Tag nicht mehr wiedergekommen, was halt so ein mega asozialer Job war, aber für mich war das natürlich dann so die einzigste Chance, halt ein bisschen Geld zu haben. Aber dann habe ich halt gemerkt, so dass ich halt einfach keine Mucke mehr machen konnte. Ne? So, ich war nicht faul. Ich habe was gemacht, was andere nicht machen wollten. Aber dann wäre einfach klar gewesen, so, wenn ich jetzt weiter hier bei DPD arbeite und hier bleibe, so, dann werde ich jeden Tag meine 16 Stunden bei DPD arbeiten. Ich bin um 9 Uhr automatisch ins Koma gefallen im Schlaf. Da war nichts mehr mit Text schreiben oder sonst was. Aber für mich war immer klar, du hast so ein Talent irgendwie, so, weißt du? Irgendwas hat dir dieses Talent gegeben,
So, das kann ja nicht dein Leben sein, dass du jetzt hier die ganze Zeit von morgens bis abends, weißt du, in diesem riesen Bulli durch die Straßen fährst und die Pakete halt ablieferst. Ne? Man musste halt irgendwann da einen Cut machen, weil sonst hätte ich auf die Musik und auf all das halt verzichten müssen. Ja, da wollte Achim, also Cashmo, wollte dann die ganzen Tools haben von mir. Ich denke, ach, das schafft er eh nicht. Ne? Ja, nach 2 Wochen hat er schon seinen ersten Knaller-Beat gebaut, weil er eben einfach so ist, dass wenn er was will, dann will er es. Ja? Wenn er morgen denkt, ich muss mir jetzt Gitarre beibringen, dann bringt er sich Gitarre bei, dann kann er in 3 Wochen Gitarren spielen. Ja, so ist halt sein Charakter. Ne? Ehrgeizig und sehr willensstark. Geld für Beats habe ich nicht, war der letzte Penner überhaupt. Jetzt in der Wohnung mit Bobby zusammen, Haftbefehle offen, weil ich meine Rechnung nicht bezahlen konnte. Es gab nie was zu trinken, es gab nie was zu essen. Ich habe mir gedacht, ja, wie überleben die Jungs denn so? Ab und zu ist dann mal einer irgendwie ein paar Nudeln holen gegangen irgendwie und das war's. Und ja, ich denke mir, scheiße, was geht denn da ab? So, wenn ich nach da gekommen bin, habe ich immer was zu trinken mitgebracht und teilweise bin ich dann auch einfach mal einkaufen gegangen für die Jungs. Ne? Hab aber eine Tüte vom Aldi vorbeigebracht mit Leckereien und so. Ne? Ja, also harter Scheiß also, ne? Aber war Cash alles egal, Hauptsache kann Mucke machen. Ja, dann habe ich mich halt richtig krankhaft da reingesteigert, weil ich wollte einfach, das Beating wollte ich einfach beherrschen. Ich wusste immer in meinem Kopf, ich weiß, wie man fette Beats macht. Ich habe auch diese Melodien und diese ganze Vision, alles im Kopf. Mein Problem war immer nur meine Finger, konnten dieses scheiß Keyboard einfach nicht bedienen. So, und deswegen habe ich mich einfach dann jeden Tag da hingesetzt und habe einfach 2 Jahre am Stück, habe ich einfach jeden Tag 10 Stunden oder 12 Stunden an diesem scheiß MIDI-Keyboard gesessen und habe einfach gespielt, habe einfach gemacht. Ich wollte es und deswegen habe ich es gemacht und deswegen hat man das geschafft, was man geschafft hat. Ja, die meisten Leute, die sehen Achim ja einfach nur den Ex-Knacki oder das Ex-Heimkind, der jetzt irgendwie ein bisschen rappt und die raffen gar nicht, was für ein überkrasser, übertalentierter Musiker der eigentlich ist oder ein Gesamtkünstler. Der lebt wirklich einfach für seine Musik. Musik ist seine Bestimmung. Ja, eines Morgens ging dann auf einmal mein Handy und hebe ich ab und habe auf einmal Saad halt am Apparat und war halt mega geflasht von meinen Beats und meinte halt, dass die irgendwie in 2-3 Tagen irgendwie so ein Treffen machen in Mannheim und der wird mich halt auch gerne dahin einladen und ja, ich hatte halt für mich halt noch so diesen alten CCN-Zart halt im Kopf und hab gedacht, hey, warum nicht halt, ne? Bin halt dahin gefahren, hab mich halt mit denen getroffen, haben auch ein bisschen meine Songs und so gepumpt, die er dann halt auch direkt gefeiert hat und so kam es dann halt ganz schnell, dass ich dann halt irgendwie dann bei HB gelandet bin und da halt auch gesigned habe, weil ich halt auch gedacht habe, so alles klar, ey, der war damals Bushido, die waren halt mega fame, so dann geht's jetzt vielleicht aufwärts und vor allen Dingen in der Situation, wie ich halt gelebt habe, ne, habe gedacht, jetzt habe ich es vielleicht halt geschafft halt, ne, noch so dieses Naive halt auch, ne, aber mit Kohle war halt nichts. Dann kam halt irgendwann noch die Situation, dass die Bravo Hip Hop damals angerufen hat und so ein Label Special gemacht haben in der Zeit, in deren Zeitschrift, wo halt irgendwie alle Labels vertreten waren und wir halt irgendwie ein paar Tage später runterfahren sollten nach München, um halt an diesem Fotoshooting teilzunehmen halt für unser Label. Aber ich war halt mega Penner, hatte gar keine Kohle, mega broke, nichts zu fressen, gar nichts, keine Bleibe, null. Und hab das dem dann halt auch klar gemacht und hab halt gesagt, hey, ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Du musst irgendwie für mich eine Möglichkeit schaffen. Und ich dachte auch, es wäre halt für mich kein Problem dann jetzt, weil ich bin da jetzt beim Label, irgendwas muss doch da mit Geld gehen, irgendwie, es muss doch da irgendwie eine Möglichkeit geben. Aber gab es halt keine. Ne? Es wurde mir halt keine Möglichkeit geboten. Ne? Und so muss ich halt dann sogar diesen Bravo-Termin für mich persönlich halt absagen. Einfach weil ich keine Kohle hatte, kein Auto hatte, nichts, um halt dahin zu fahren. Na, dann kam irgendwann die Bravo halt raus, ne? Oben in der Ecke rechts von mir halt nur so ein kleines Bild, was ich aus dem Internet raus geholt haben und haben mich halt so eingebaut. Alle anderen auf der großen Seite halt drauf und nicht oben an so einem kleinen Bild. Ja, das war halt so eine Sache, ne? Man signed halt beim Label, Geld ist nicht. Ne? Man denkt so, alles klar, jetzt wird es ja wohl irgendwie aufwärts gehen, aber war halt nicht. Im Großen und Ganzen war es dann halt nachher, hat er halt so hier und da seine komischen Moves halt gemacht, die mir dann halt einfach gezeigt haben, dass er halt einfach kein gerader Typ ist.
so war es für mich dann halt am Ende unmöglich, halt auch weiter mit ihm halt zusammenzuarbeiten, und habe mich dann halt von HB getrennt. Mit Mühe und Not, weil gehen lassen wollte er mich ja nicht. Aber ich war da ein bisschen schlauer als er. Und dann fing es halt irgendwie an mit Sadik du Maroc Album, Narkotik. Danach kam dann auf immer Fahrtbellung mit Pax, weil er halt das Intro von Narkotik so krass gefeiert hat. Ja, und dann kam halt eins nach dem anderen. Und irgendwann K1 produziert, Bushido produziert, auch auf den Gigs gewesen damals bei Bushido. Bisschen Montana, halt alles quer durch die Bank. Auf einmal alle waren halt heiß auf meine Beats und wollten halt auch meine Beats haben. Und auf einmal, ja, war ich halt fast auf jedem Album drauf in dieser Zeit. Und das Krasse war halt einfach nur, ich habe gelebt wie der letzte Penner. Das hat aber keiner gesehen. Für die Außenwelt sah es so aus, boah, voll der krasse Producer, überall am Platzieren. Der hat's geschafft. Aber keiner wusste halt, wie die Dinge halt entstanden sind. Ne? Also nach außen hin sah halt alles mega krass aus, aber mein Lebensstil selber war absolut Penner. Aber trotzdem habe ich die Dinger platziert. Cashmo 31.05. in euer Nasenloch, danach in die Augen, ihr Wichser. Ja, hier und da auch ein paar Gigs gespielt, und so mit den Jungs, mit Trip und Elmo. Wir sind auch bei Strix, wir sind auf der Bühne. Wir sind der Mittel, was ist noch werfen? Was ist noch werfen? Wir sind auch werfen. Und als es bei Trip dann halt richtig losging, bei ihm, mit der Embryo-Tour, hatte ich halt die Möglichkeit, da auch mal mit auf Tour zu gehen. Und das war für mich auf jeden Fall auch zu der Zeit auf jeden Fall eine mega krasse Erfahrung. Ich hab gesagt, ich hab mein Leben im Griff. Ich mache Fehler und kann sehen, wie meine Fehler zerbricht. Ja, und ich hatte halt die Möglichkeit, über HDL Door bei Hip-Hop Lebt halt mitzumachen. Hab meinen Song alleine abgeliefert, und die ganzen anderen Leute haben natürlich auch alle hier irgendwie Videos gedreht. Aber ich war ja zu der Zeit noch nicht relevant. Dann habe ich bei einem Kollegen gesessen, hab denen das halt erzählt, so, dass mir der Song eigentlich so alleine nicht viel bringen wird, weil alle kommen mit einem Video und ich hab halt kein Video. Dann hat er mich so gefragt, was kosten so Videos? Dann hab ich ihm mal halt so ein paar Zahlen in den Raum geworfen. Ja, er ist jetzt zum Schrank gegangen bei sich, hat in seine Socken reingekramt und in seine Unterhosen und was weiß ich was, und hat mir halt so ein paar Bündel rausgeholt und hat mich gefragt, ob das reicht. Ich bin alleine, alle meine Freunde, sie sind weg. Keiner, der mehr da ist, meine Träume, sie sind weg. Alleine, ich hab meine Freundin so verletzt. Ich weiß, ist egal, wenn ich ab heute nicht mehr rap. Arbeitslos, Schulabschluss, Zeugnis mit 6. In Deutschland geboren und in Deutschland verreckt. Alleine, keiner, der am Grab steht, ich weiß. Ich gehe, wenn ich merk, dass Gottes Arm mich erreicht. Dadurch hatte ich halt damals die Möglichkeit, überhaupt zu dem Song alleine so ein krasses Video halt zu drehen. Das ist das, was die Leute halt vor dem Bildschirm einfach nicht sehen. Die haben einfach nur gesehen, boah, große Sache, krasses Video zu der Zeit, krasser Song. Die Leute denken, ja, du bist schon voll am Start, du hast voll die Kohle. Aber dass ich eigentlich voll der abgemagerte Typ war in dem Video, nicht weil ich so viel Sport gemacht habe, sondern weil ich nichts zu fressen hatte, das sehen die Leute halt nicht. Ne? Also wenn ich in einem genauso gut war wie im Mucke machen, dann auf jeden Fall in dem, dass die Leute mir nie angesehen haben und was für ein Leben ich eigentlich gelebt habe. Ja. Wir haben auch immer so ein Spiel aus Abgang, aber ich habe nie so dieses Spielen und so, dieses ganze Prinzip habe ich eigentlich auch nie verstanden. Und habe dann einfach irgendwann mal gefragt, wie geht das Scheiß überhaupt so? Weil, wie gesagt, hat mich gar nicht interessiert. Und dann habe ich erstmal Risiko gespielt mit dem, so habe ich gesehen, boah krass, Alter, das war irgendwie 50 Cent reingeschmissen, 10 Euro rausgeholt, da war das für mich schon so, boah krass, mega Jackpot. Und dann hat man das was lange, weil er halt immer wieder gemacht, und dann wurde halt immer schlimmer, ne, die ganzen Jahre. Ja, das sind auf jeden Fall schon ein paar Jahre gewesen, wo ich dann gezockt habe. Der war auf einmal spielsüchtig. Und da habe ich die Sucht das erste Mal so richtig ernst genommen. Bestes Beispiel ist, wir waren irgendwie Beats am Bauen. Und da habe ich ihn gefragt, ob er Hunger hat, ob er was essen möchte. Habe ich ihm 20 Euro gegeben und er ist dann natürlich auch losgegangen. Und ich habe natürlich auch Essen erwartet, ne? Was dann auch irgendwie dann kommt am Ende.
Es kam aber nichts. Und der kam dann irgendwann nach einer Stunde rein. Und ich habe schon gedacht, weil der so, schon so komisch geguckt hat und hat auch nichts in der Hand, sagt der, ich habe dein Geld gerade verzockt. Boah, ey, mir geht's um die scheiß 20 Euro. Scheiß auf die 20 Euro oder sonst was. Mir ging's darum, dass er sich jetzt von mir so krass erniedrigt hat. Und er musste jetzt zugeben, dass er einfach mein Geld verzockt hat. Und das war für mich das Schlimmste, weil ich den ja so liebe, war das für mich das Schlimmste, was er mir je angetan hat. Wenn die GEMA zum Beispiel kam, weiß ich, einmal habe ich irgendwie eine Nachzahlung bekommen, irgendwas, da habe ich noch mal so 800 Euro von der GEMA bekommen. Direkt 800 Euro von der Bank genommen, bin ich direkt Spielhalle gegangen, das war in Düsseldorf, habe ich da gezockt. Ja, und einen Tag später waren natürlich die 800 Euro dann auch wieder weg. Und da hat es halt geklingelt bei mir, weil ich habe, egal wo ich mal irgendwie was Geld verdient habe, und da ich ja eh, wie ihr jetzt wisst, eben abgefuckte Zeit hatte, mit keine Wohnung, keine Kohle, keine Einnahmen, nichts. Und wenn ich da mal irgendwie ein paar Cent hatte, habe ich dann halt auch echt immer alles verzockt. Ja, und da hat es dann irgendwie, geklappt. Da bin ich wach geworden und habe es dann auch durchgezogen. Da habe ich gesagt, jetzt zocke ich nicht mehr. Und an dem Tag habe ich es auch durchgezogen, dass ich nicht mehr gezockt habe. Und nie wieder gezockt. Alles, was Gutes gab, ne? Das war ja gut. Dann habe ich halt damals einen Jungen kennengelernt, der halt eine Kamera am Start hatte, so eine kleine Canon. Dann haben wir uns halt zusammengetan und angefangen halt die ersten Videos zu machen, damit wir halt da auch keine Ausgaben mehr haben und es halt möglich ist für mich, überhaupt Video-Output zu haben. Das ist ja auch einfach bei dem, der ist ja im Prinzip, der ist eine komplette Ein-Mann-Armee. Der macht ja alles alleine, der macht die Beats selber, der schreibt die Texte selber, der rappt das selber ein in seinem eigenen Studio, der bearbeitet die Spuren selber, der ballert die ganzen Effekte drüber. Okay, Artwork macht er nicht von der CD, da hat er dann jemanden für, aber der macht alles komplett selber, Videos drehen, Ideen für die Videos sammeln. Ne? Das ist mega extrem, was der sich auch alles angeeignet hat in den ganzen Jahren. Ja, ist schon krass, ist echt krass. Ja, mit den Videos halt genau so krass halt weitergemacht halt wie mit den Beats und mit dem Rap, dass wir halt da auch irgendwann voll drinnen waren, ne? Dass wir dann halt auch nachher auch immer für sämtliche Künstler halt Videos gedreht haben, ob Snaggerpillar, Busy Montana, Bosca, Timeless, die ganzen Freunde von Niemand Jungs, über Videos gedreht haben. Dann haben wir Good Morgen NSA damals gedreht von Motrip, diese ganzen Insider-Folgen von hiphop.de, Raf Camora auch, Insider. Und mit dem Videoding ist es halt auch irgendwie aufwärts gegangen halt, ne? Ja, was geht ab? Mein Name ist Bosca und wir sind jetzt hier gerade am Drehset zum Video Endstation vom Busy Montana Album Mabu 4. das ist der Cashmo, der dreht dieses wunderbare Video mit dem Herrn, der hinter der Kamera ist. Jetzt hört ihr mal den guten Cashmo alle zu, der ist hier Chef. Wer ihn nicht versteht, der hat ein bisschen so Kölner Dialekt. Also wir übersetzen das dann. Also hier haben wir schon mal den Schlägertrupp, ne? Also die werden da eine Prügelei haben, ne? Dann bleibt ihr schon mal da. Ihr könnt auch gerne auf den Kameramann nachher einschlagen. Hauptsache, sieht authentisch aus. So, hör mal, geht's jetzt hier mal weiter, oder? Ja, ja, jetzt packen wir das hier mal an, ne? Eine Schwanzverlängerung hier, wie ihr sehen könnt. Macht was her. Ja, bitte. Wer ruft denn hier? Im Original ist ja fast dasselbe, ehrlich gesagt. Shit. Ja, wir machen jetzt hier für Toxic, weil wir werden den jetzt gleich hier einfach stehen lassen auf dem Feld. Der wollte halt mal ein bisschen Abenteuerurlaub ausprobieren und deswegen werden wir halt ein Tramperschild für ihn fertig machen, damit er wenigstens die Chance hat, noch zu anzukommen. Läuft voll gut, der Plan, dass heute mal der Cashmo bestimmt, ja. Ich feier das total. Ich weiß schon, warum ich mich eigentlich hochgeschlafen habe bei Bob D. Den habe ich ja, weißt du, wo ich ihn kennengelernt habe? Da waren wir bei Sprachtod. Okay. Und haben irgendwie einen Track aufgenommen, ja, sie, hinter so einer Matratze, so, weißt du? Ja, hab ich ihn rausgebracht, ich hab ihn immer noch auf dem Rechner. Ja, ja. Weil der war so wack. Ja, der war wack. Aber er, oder? Nein, er war wack. Er war alles ein bisschen wack. Wer war da alles drauf? Du, ich... Busy, bla. Ja, irgendwie so... Nee, Marc eben nicht, weil das Ding war, Marc hat da mit seiner Frau schon gewohnt oder so, oder seine Frau war da. Und wir waren im Nebenzimmer und haben alle gerappt. Ich baller durch den Magazin. Joker war noch drauf und alle laut. Und plötzlich sprach du so rausgekommen. Jungs, seid vollkommen behindert, Alter. Ich schlaf hier mit meiner Frau, hör ich die ganze Zeit. Baller durch mein Magazin, baller Ding, Alter, BMW. Sind behindert, das ist 2 Uhr nachts. Ja, klar. Wegen Saufen im Nebenzimmer haben die Leute noch übertrieben weggesoffen. Hat sich einer angekotzt. Dann ist der Konto halt ausgegangen. Und dann haben wir auch unser Equipment dann irgendwann noch aufgestockt und haben dann halt auch eine richtig fette Cam uns dann zugelegt, eine Canon C500, richtig fette Kinokamera,
Also das hätten wir uns damals auf jeden Fall nicht zu träumen gewagt. Wenn man da mal jetzt überlegt, was man da schon alles gerissen hat und alles gemacht hat, dass man so ein Penner war aus der Foxiusstraße und sich das halt alles erarbeitet hat, so, das ist eigentlich für mich selber sogar krass, wenn ich darüber nachdenke. ...2015 hat mich dann Yilmaz angerufen. Dann hat er mir gesagt, dass Konrad gestorben ist. Scheiße. Was am schlimmsten für mich daran ist, ich konnte ihm halt nie beweisen, dass er damit recht hat. Dass niemand verloren ist. Ein Leben für die anderen. Das geht raus. Konrad Matthes. Für die anderen. Ruhe in Frieden. Dieser Song ist so wichtig, ein Leben weil für die anderen. Wenn es dich nicht geben würde, gäb's auch diese Platte nicht. Und ich spreche für eine ganze Generation von Kids, deren Leben du verändert hast. Ah, Stolberg, yeah. Ein Leben für die anderen. Du warst da für uns, immer gleich. Ein Leben für die Menschen aus der Minderheit. Du hast gehört von mir und mich gesucht. Ich war im Knast, das erste Mal Besuch. Verloren, gefangen, jener Miesen. Was ich ihm halt hoch anrechne, ist halt, der hat sich was vorgenommen und da ist er halt hintergeblieben. Was er sich da angeeignet hat, auch über Jahre hinweg, einfach wie ein Irrer sich mit Dingen befasst hat, das muss ihm erstmal einer nachmachen. Das ist schon Respekt auf jeden Fall. Wenn ich sagen kann, einer lebt für Mucke, dann ist es auf jeden Fall der Achim, weil der muss einfach nur Mucke machen. Der kann gar nicht ohne. Der muss Mucke machen. Ich habe Rapper kommen und gehen sehen, keiner so richtig am Strand geblieben, so. Nur der Cashmo. Der Cashmo hat immer was gemacht, immer wieder was gemacht. Von dem hast du immer wieder was gehört, immer. Dann hat er noch, die Videos wurden besser, hin und her, ist immer am Ball geblieben. Ich kannte ja auch seine ganze Geschichte. Das ist ja auch immer so ein bisschen, der ist ja auch so ein bisschen so ein Kämpfertyp, weil auf Straße groß geworden. Der hat irgendwelche Autoscheiben eingeschlagen, um sich einen Euro zu klauen, um sich überhaupt morgens erstmal Brötchen zu kaufen. So ein Gedöns, ne? Und dafür ist er eigentlich immer recht cool auch geblieben, so. Er war da. Gold war da, Goldringe, Goldketten, Haare nach hinten, so richtig oldschool. Was hat er damals gemacht? Was die meisten Rapper nicht wissen, jetzt ist das einer meiner besten Freunde. Ich liebe diesen Jungen. Ich würde gerne eine Menge erzählen. Eine Menge erzählen würde ich. Alter, kann sein, dass du jetzt denkst, Alter, der arme Junge, guck mal sein Leben. Alter, alles cool. Weil am Ende des Tages hat all das mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Das hier war auf jeden Fall meine Geschichte. Und wir gemeinsam werden entscheiden, wie es weitergeht. Also, alles gut. Kopf hoch. 1994. Ja. Cashmo. Bleib stabil ein ganzes Leben lang. Ich hoffe, dass mir Gott für all die Scheiße hier vergeben kann. Und daraufhin die Wangen meiner Mama nie mehr Tränen fange. Richte ihr ein Haus an meiner Seite, wo sie leben kann. Und wo die was auch waren, 94 macht mir heute wieder deutlich. Jener Weg hat mich zum Mann gemacht, so manches auch der Teufel. Nie mehr Tränen, denk an mich, wenn sich der Regen trifft. Das Leben bietet vieles, doch so manches Mal noch gegen dich. So ist es auch, wenn Menschen dich vermissen oder nicht. Ist am Ende doch viel wichtiger zu wissen, wer man ist. Ich bin CRSMO für die Straße, jene Interpretation. Die Schmerzen mancher Freunde heute lindert Methadon, Digga, endlich sind wir angekommen und nicht mehr hinterm Mond. Dicke Studio, der Benz im Weiß, Killer via Float. Echte Freunde ohne Menschen, die uns täuschen. Ich bin immer für sie da, lass die Sterne für uns leuchten. 1994, Rudi, meine Jugend. Egal was auch mal war, guck, es wendet sich zum Guten. So manche lassen Kopf hängen, bevor sie was versuchen. Das Leben lässt uns fallen, das Leben lässt uns bluten. 1994, Rudi, meine Jugend. Egal was auch mal war, guck, es wendet sich zum Guten. So manche lassen Kopf hängen, bevor sie was versuchen. Das Leben lässt uns fallen, das Leben lässt uns bluten. Gedanken bleiben Ghetto, Brudi, Rappen war die Rettung. Der Marcello heute netto macht die Kohle, tanken, essen.